unser Club erlebe. Ho! 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 Mein Gott, dieses Gejohle. Ich bin ja wirklich neugierig, welche Hochzeitsüberraschungen uns dein Wurstkönig noch zu bieten hat, Mama. Ach, Kind, diese Schreihälse kommen doch als Gäste überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Dein Herr Bräutigam scheint solche Gesellschaft zu lieben. Je lauter, je besser. Dein Stiefvater kommt heute von einer Geschäftsreise zurück. Sobald er da ist, wird sich alles klären. Sibylla! Noch eine heitere Begegnung werden, wenn die Sängerknaben ihren versoffenen Knopf wiedersehen. Man sagt nicht versoffen. Man sagt solche Ausdrücke nicht. Ja, aber der lange Hein hat es doch gesagt. Ja, das ist nämlich der Anführer von der Radau-Brüder. Ja, er lässt sie auch schön grüßen. Mich? Mein Gott, ich kenne den ja überhaupt nicht. Doch, 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 hat er aber gesagt. Ja, und da er sie schon 25 Jahre kennenlernt. Aus der Zeit, wie sie im alten Lädchen vom Onkel Knopf noch Blutwurst verkauft hätte. Oh, shocking. Nee. Nicht shocking. Blutwurst, Flöns. Ja. Ja, ja. Und dann hat er noch gesagt, dass er damals auf die Blutwurst genauso scharf war wie sie. Ob der Knopf. Oh, jetzt aber raus. Ja, aber der lange Hein hat es doch gesagt, dann stimmt es so. Warum wirfst du dieses Monstrum nicht einfach hinaus, Mama? Das kann ich leider nicht. Sie ist eine Verwandte meines zukünftigen Mannes aus der Eifel. Aber es wird meine erste Amtshandlung sein, sobald ich die Frau des Hauses bin. Noch muss ich Rücksichten nehmen. Natürlich. Als ehemalige Blutwurst-Mamsell fällt es schwer, sich durchzusetzen. Ja, liebes Kind, diesen Teil meiner Vergangenheit kann ich dir leider nicht ersparen. Aber es ist ja schließlich kein Verbrechen, wenn ich tatsächlich hinter dem Ladentisch meines zukünftigen Mannes gestanden habe. Guck mal einer an. Demnach wolltest du ihn also vor 25 Jahren schon mal heiraten? Ja, und warum auch nicht? Ich erinnere mich noch, es war alles für die Hochzeit vorbereitet, genau wie heute. Aber auf dem Weg zum Standesamt bekamen wir Krach wegen des Schwiegervaters. Keiner wollte nachgeben. Plötzlich kehrte er um und die Hochzeit ging in die Brüche. Und einen solchen Menschen willst du dir jetzt aufhalten, nachdem du so lange mit einem so wunderbaren Mann wie unserem Papilein zusammen gewesen bist. Ach, du lieber Gott, unser wunderbares Papilein. Er hat mir nach seinem Tode ein paar wunderbare Schulden hinterlassen. Dazu zwei sehr anspruchsvolle Kinder, denen ich durch meine zweite Heirat das Los der bitteren Armut ersparen möchte. Ach, wie edel. Aber das sag ich dir. Ich persönlich lehne jede Verbindung mit diesem Plebejer ab. Du sollst ihn ja auch nicht heiraten. Jedenfalls bin ich froh, dass ich es getan habe, mein liebes Kind. Naja, meine Chemiestudien muss er mir bezahlen. Ja. Und das tut er nur, weil ich ihm meine neue Kraftnährspeise Agavit überlasse. Oh Gott, du glaubst doch nicht im Ernst, dass er die überhaupt nimmt. Muss er schon, wenn er sich nicht blamieren will. Herr Möbius hat eine Bombenreklame losgelassen. Ja, du kennst seinen Dickkopf nicht und im Übrigen hat er das Geld. Und einen großschnäuzigen Sohn, nach dessen Pfeife hier alle tanzen müssen. Oh, dessen Herrschaft wird vorbei sein, sobald ich die Frau seines Vaters bin. Das ist ja wohl keine Frage. Mama... Das denkst du wirklich? Mhm. Dann hätte er es bestimmt nicht gewagt, alle deine Anordnungen in der Fabrik über den Haufen zu werfen und mich aus dem Laboratorium zu jagen. Umso größer wird deine Genugtuung sein, wenn sein Vater dich zurückholt ins Werk, um dein Agavit zu fabrizieren. Das ist auch der einzige Grund, weshalb ich den Tanz um das goldene Kalb mitmache. Ja, das wirst du schon mitmachen müssen, mein liebes Kind. Madame! Bitte! Madame! Der vornehme Pinsel aus der Fabrik ist draußen. Wie oft soll ich dir noch sagen, es heißt Herr Möbius? Ja, der ist draußen. Ich lasse bitten. Ja, schu. Reinkommen! Guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen. Ich bin glücklich, Ihnen eine freudige Botschaft bringen zu können. Es ist mir noch einmal gelungen, Ihren Herrn Sohn aus seiner finanziellen Misere zu befreien. Sie sind uns wie immer ein treuer Freund. Ich danke Ihnen. Ja, ich bitte Sie, gnädige Frau, die skandalösen Vorgänge bei unserer Fabrikleitung machen es mir zur selbstverständlichen Pflicht, Ihnen beizustehen. Ich werde mich freuen, wenn Sie heute Abend zu uns kommen. Sie werden Aga und mir der liebste Gast sein. Sie machen mich glücklich, gnädige Frau. Versprechen Sie sich nicht zu viel, Herr Möbius. In diesem Hause liebt man Überraschungen. Fräulein Aga, das ist ein unverhofftes Wiedersehen. Ich bin erfreut. Und was führt Sie so früh zu uns? Ja, ein Hilfedienst für Ihren Herrn Bruder. Ja, aber leider muss ich mich sogleich wieder verabschieden, da meine Anwesenheit in der Fabrik unbedingt erforderlich ist. Auf Wiedersehen. Gnädige Frau,
Fräulein Agathe, habe die Ehre, bis heute Abend. Ist er nicht zauberhaft, Mama? Nein, er scheint dir ja mächtig zu imponieren. Aber wir müssen ihm für seinen Beistand sehr dankbar sein. Was heißt hier, Madame? Während der Arbeitszeit hat niemand aus der Fabrik hier was verloren. Und auch kein Herr Möbius. Sie haben recht. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, wir haben uns auch in dem Punkt verstanden. Aha, die Damen reden nicht mit jedem, schade. Und ich hatte mich so auf ein kleines Plauderstündchen mit meinen neuen Verwandten gefreut. Ich wüsste nicht, was wir ihnen zu sagen hätten. Ach, sagen Sie auch sowas nicht. Liebe Stiefmama, wenn ich Sie heute schon so nennen darf. Ich werde niemals besonderen Wert darauf legen. Ei, wie giftig. Man könnte glatt meinen, sie hätte von Agas Kraften ihre Speise probiert. Für Sie bin ich immer noch Fräulein Agathe Mullerich, Herr. Knopf, Fritz Knopf, Leiter und Mitinhaber der Knopfschen Fleischwerke. In die Pfanne, in den Topf, beste Würste, nur von Knopf. Von Ihren brutalen Stallknechtsmanieren haben Sie mich bereits zur Genüge überzeugt. Sie kommen auch noch dahinter, dass ich nur gut mit Ihnen meine, wenn ich Ihre hungrigen Mitmenschen vor Ihrem chemischen Firlefanz bewahren möchte. Chemischer Firlefanz? Also das. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, Sie kommen nicht mehr da drüben in Ihre Giftbude. Giftbude? Zu meinem wundervollen Labor sagen Sie Giftbude? Was sind Sie doch für ein gewöhnlicher Zeitgenosse. Immer gewesen, sehr gut damit gefahren. Aber so kann es mit uns beiden nicht weitergehen, sonst ist mein Vater zurück, ehe wir uns geeinigt haben. Wenn Ihnen so sehr an einer Einigung gelegen ist, warum geben Sie mir dann nicht einfach meine Giftbude wieder frei? Weil das Quatsch wäre und keine Einigung. Auf einer anderen Basis kann ich mir eine Einigung mit Ihnen kaum vorstellen. Vielleicht doch. Wenn Sie erst das Gutachten gelesen haben, das ich über Ihr Agavit habe anfertigen lassen. Es kann nur bestätigen, dass es sich um ein hochwertiges Hefeprodukt handelt. Angereichert durch Vitamine und Mineralien unter Zusatz eines undefinierbaren Breies, der verdächtig auf Sägemehl schließen lässt. Unverschämte Verleumdung. Sie binden es ja schließlich auch nicht jedem auf die Nase, was alles in Ihrer Blutwurst ist. Sicher nicht, das ist ja auch ein Familienrezept. Aber dafür braucht unsere Blutwurst doch nicht das Gesundheitsamt zu fürchten, ne? Sie muss aber trotzdem außerordentlich lohnend für Ihren Hersteller sein, sonst gäbe es ja heute keine Knopfschen Fleischwerke. Sie ist lohnend. Wissen Sie warum? Weil sie klasse ist. Und so soll es doch bleiben. Denn mit Ihrem Agavit können die Knopfschen Fleischwerke ja nur in die Binsen gehen. Das kann doch nicht in Ihrem Interesse sein, weil Sie es ja sowieso nur auf Papa Zielda abgesehen haben. Ach, das ist eine Gemeinheit. Sie widerlicher, ordinärer Mensch, Sie. Pfui, das hätten Sie dem Kind nicht sagen dürfen. Ja, gerade Sie müssen Vorwürfe machen. Sagen Sie mal lieber, wie wir das Mädchen von seinem Rattengift abbringen können. Da lassen Sie doch diese schamlosen Übertreibungen. Ich habe ja selber davon probiert. Ach, die Affenliebe zu Ihren Kindern verträgt doch alles. Ach, Sie sind ein Grobian. Erblich belastet. Agavit muss verschwinden, damit basta. Zeitungen, Herr Knopf, für Sie. Muss denn gerade jetzt damit stören? Ja, aber der Herr Müller hat gesagt, das Rot an die Stöchchen wäre wichtig für Sie. Ihr, von wem, dem Agavit? Entschuldigung. Ja, bitte. Was ist das? Revolution! In der Bordesküche. Admont. Aber es steht doch da. Agavit auf jeden Tisch, denn es hält gesund und frisch. Ja, vor allem die Ärzte. Ernährst du dich von Agavit? Hat der Doktor den Profit. Agavit hält jung und schlank? Ja, werdet ist, wird magenkrank. Raus! Aber es steht doch da, dann stimmt es doch. Vielen Dank, Frau Mullerich. Jetzt weiß ich, was los ist. Hier handelt es sich nicht um die verrückte Idee eines überkandidelten Frauenzimmers, sondern um eine ausgewachsene Intrige, die unserer Firma sehr schaden kann. Oh Gott, das ist doch lächerlich. In einem solchen Fall hätte ich niemals meine Einwilligung gegeben. Das sollte man wohl annehmen. Falls die Hochzeit mit meinem Vater für Sie überhaupt noch einen Sinn haben soll. Denn ein Knopf ohne Fleischwerke dürfte den verwöhnten Ansprüchen einer Familie Mullerich wohl kaum gewachsen sein. Sie müssen es mir schon überlassen, warum ich Ihren Vater heirate. Das tue ich. Aber schlagen Sie sich dieses Agavit aus dem Kopf. Denn ich wehre mich dagegen, dass Sie meinen Vater ruinieren wie Ihren seligen Mullerich. So, jetzt habe ich aber genug. Einer von uns beiden ist hier zu viel. Und Ihr Vater wird entscheiden, wer. Keine Bange. Den werde ich schon aufklären. Komm doch herein, du brauchst doch nicht zu lauschen. Jetzt lachen Sie ja wieder, Herr Knopf. Das ist aber schön. Ja. Und ich hatte schon Angst, dass ich fliehe, weil ich doch die Zeitungen gebracht habe. Und weil sie jetzt Krach mit der Alten haben. Und weil die ganze Heiraterei doch jetzt im Eimer ist. Mach du dir darüber keine Gedanken. Nee. Und hat alles wie in dem Agavit, wo das Zeug sowieso keiner vertragen kann. Ach, das ist vorgespeichert. Toni! Ja? Na komm, du warst
schon, dass du auf dein Zimmer kommst, ja? Du Feigling. Komm rein, die Luft ist rein. Ist das doch wahr, Jakob? Aber sicher. Keiner da? Kein Mensch. Sieht dich auch keiner? Ach. Wunderbar, da gehe ich ganz schnell. Ich hier auf dein Zimmer. Der ist ja abgeschlossen, Jakob. Ich komme nicht rein. Der Schlüssel. Oh, da kommt die Sibylla. Ich verstecke mich. Das darf nicht wahr. Pass mal. Der Herr Köbis, ja, was suchen Sie dann hier? Suchen? Ja, der weiß selber noch nicht genau. Oh, der Rauskunftknopf. Ja, sagen Sie mal, wie sehen Sie dann aus? Wie eine Bubi. Da fehlt nur noch der Luftballon. Stille, darf doch kein Mensch wissen, dass ich hier bin, ruhig. Warum dann nicht? Wie, warum dann nicht? Haben Sie was ausgefressen? Nein, ich habe mir etwas eingebrockt und wie sich das ausgefressen hat. Guck doch nicht so blöd. Wie soll ich mit der Zimmerschlüssel, ja? Wie? Willst du wohl still sein, Bubi? Darf doch keiner wissen, dass Sie hier sind. Die ist schlauer, wie ich gedacht habe. Sieht ja nicht so blöd aus, ja? Nee. Jakob! Wo bist du? Helf mir doch! Du schrei doch hier nicht so rum. Ich versuch dir doch nur meine Schwester, deine Zukunft vom Hals zu halten. Was ist, der Fritz schon da gewesen? Was heißt hier ja? Nun reden Sie schon gleich wieder so auf. Hat es wieder Knies gegeben, hä? Oh nee, du stehst doch immer noch hier rum. Nur hau doch. Ja, soll ich mich vielleicht aufhängen? Ich kann doch nicht rein. Mein Zimmerschlüssel ist weg. Nee, der ist nicht weg. Ja, wo ist er denn? Der ist bei der Madame. Ach, ja, du lieber. Was noch ein paar Blümchen ins Zimmer gestellt hat. Für der Bubi. Lieber Gott, lieber Jakob, hoffentlich kommt mir nicht wieder was bei der Hochzeit dazwischen, wie vor 25 Jahren. Du. Mensch, jetzt geht das wäre doch halb so wild. Mensch, das ist schlimm, dass man sagen muss, aber du wirst eine ganze Menge Geld sparen, wenn du meine Schwester nicht heiratest. Also pass mal auf. Wo ist der Madame denn nun eigentlich? Ja, wo ist sie? Ja, das weiß ich auch nicht. Vorhin war sie noch hier, ja, und der lange Hein war auch schon hier. Was? Ja, ja, da ist nämlich der, der bei der Tauferei mit dabei war. Hast ja, du? Und der hatte Madame von Windeblutwurst von vor 25 Jahren direkt wieder erkannt. Ja. Er hat sie wieder erkannt, die weiß alles, es ist aus. Schlimm, in die Hundehütte, komm her. Nee. Warum denn nicht? Nee, das geht nicht. Weshalb nicht? Da liegt auch der lange Hein drin. Oh, verdammt noch. Aber ich kann ihn vielleicht schon anzu vom jungen Knopf besorgen. Moment, was war mit Fritz und der Madame? Erzähl mir bitte. Was war mit Fritz und der Madame? Ja, ich muss doch mal Luft holen. Ja, dann nimm Luft los, viel. Hat der Madame ganz fieste Meinung gesagt. Siehst du, Jakob, komm, sind die zwei zusammen, da gibt ihr wieder Knies. Da jetzt völlig groß. Wichtig ist allein, dass er eine anständige Anzug von dem jungen Christ kommt. Ja, das meine ich aber auch. Wo der Madame. Kein Wort mehr, alter Freund. Du gehst jetzt sofort und suchst mir den Schlüssel und komm mir ohne Schlüssel wieder. Da bin ich die längste Zeit dein Onkel Knopf gewesen. Hast du mich verstanden? Meinetwegen, Herr Knopf. Da gehe ich eben bei Ihrem Sohn. Das ist wenigstens noch ein Mann, zu dem man Mann sagen kann. Halt aber ihr Sessel, ne? Ja, wie die mir Bescheid gesagt hat, wo ich so gelitten habe, wie die mich anbrüllt. Sag mal, Toni, deine Reisebekanntschaft von gestern, die scheint ja noch ganz schön an Knochen zu liegen. Du, ich verbiete mit der Verdächtigung. Ich habe dir 100-mal gesagt, ich bin an der Geschichte mit dem Mädchen unschuldig, ja? Ja, das wird dir unser Sabinchen auch todsicher abkaufen. Himmel doch noch kein, ich habe dir doch 100-mal gesagt, ich kann doch nicht dafür, dass die Begleitung da von dem Mädchen, dass der mich zerschlagen hat, ja? Hast du aber doppelt Pech gehabt, Toni. Hast du doppelt Pech gehabt, Toni? Wäre ich doch nie in der Speisewanne gegangen. Speisewanne? Ja, doch fing die Geschichte doch an. Und das gab, wir trinken jede Speise, wann ich komme rein, du, da sitzt ein Mädchen da. Oh, die hatte, die war eine Blondine, du. Oder bist du zu blöd für, komm her. Die war, also mit einem Wort, das war richtig. Ich wollte da hingehen, wollte mich da hinsetzen, machte, suche eine kleine Kurve, ich kriege eine Schasseweng, bang, und fliege in den Reck auf den Schoß, du. Oh, das war der aber sicher äußerst unangenehm. Ach, das kann man gar nicht sagen. Ich habe wohl ein bisschen zu lange gesessen, denn plötzlich fühlte ich ihre Fingerchen in meinem Gesicht und da brüllte sie, was, Samantha, was machst du, verbutiges Gerne? Verschwinde von meinem Schoß. Na nu, war das eine Ausländerin? Ja, es war eine Ungarin, du. Oh, ja, aber nett. Du, ich hab mich natürlich direkt entschuldigt. Ich habe gesagt, verzeihen Sie, Fräulein, mein Name ist Anton Knopf aus Köln. Siehst du, das ist das Merkwürdige. Als ich den Namen sagte, Anton Knopf, da wurde sie so freundlich zu mir. Also ich war ja glücklich darüber. Na jedenfalls, wir sind in Köln angekommen. Wir waren noch Abendessen, da bin ich ins Hotel mit ihr. Hab sie raufgebracht, wollte ins Zimmer mit da rein. Moment. Ja, nee, komm. Dann hat sie die Türe zugeschlagen, mich rausgeschmissen und dann lief sie ab
Knopfchen, bin ich doch Etelka. Da weiß ich, wer Etelka ist. Hör mal zu, ich hatte ganz recht. Ja, jetzt hätte ich nach Hause gehen müssen. Nein, mich sticht der Hafer. Ich bleibe am Schlüsselloch und flüstere ins Ohr. Mademoiselle, Bononotte, bon coucher, very dream. Französisch, dream, nice dream, ne? Französisch, Italienisch und Englisch. Englisch kann ich auch. Hab ich schon gewusst. Na, jedenfalls, ich flüstere weiter. Auf einmal kriege ich eine Faust in den Nacken. Ich denke, was ist los? Dreh mich hier rum. Steht ein wild gewordener Yachtenzwerg hinter mir und brüllt mich auch an. Bassamotta, rennt dem, verflutiges Kerl. Was machen du als Schlüsselloch von Etelka? Ich sage, lieber, jetzt sind Sie mal. Was machen du da? Ich habe mich gedacht, das musst du dir schnell vorstellen. Denn bei dem Mädchen hat das geklappt, da wurde die freundlich. Das hilft dir auch. Ich sage ihm, lieber Herr, entschuldigen Sie, mein Name ist Anton Knopp aus Köln. Bis Köln bin ich angekommen, ne? Ich hatte den Knopf noch nie raus, haut der mir einen runter, da war der Ende von weg. Oh weh, das hast du aber nicht gefallen. Oh, du kennst mich doch, lass mich doch nicht schlagen. Packe ihn, bums, lagen wir auf der Erde. Jetzt ging die Hauerei los. Zang, einmal lag ich unten und dann lag er oben. Aber dann, umgekehrt, rum, dann lag er oben und ich wieder unten. Gut. Und dann wieder andersrum, da war ich unten und er wieder oben. Und wiederum, da war er oben und ich wieder unten. Einen Augenblick mal, Toni, Moment mal. Da hast du ja eigentlich die ganze Zeit unten gelegen. Ist mir nachher auch aufgefallen, ja. Na jedenfalls im richtigen Moment bin ich aufgesprungen, packe den Kerl, hebe ihn hoch. Hä? Und da wirft er mich die Hoteltreppe runter oder was, Ende aufweg. Ja, war das denn nur alles? Ja, ich danke, ich wäre mit der Hälfte zufrieden gewesen. Ja, ich meine weiter, wie ging's weiter? Weiter, ich bin noch raus in die nächste Wirtschaft, um meinen Schmerz zu lindern. Und da geht es weiter los. Ich komme da rein, sitze meine Freunde. Meine Saufkumpane da und wollten mir zur Hochzeit gratulieren, sind hier am Saufen. Mensch, Anton, da bist du hier, los! Und da ging die Sauferei erst richtig heran. Eine Wirtschaft in die andere, in fünf Wirtschaften waren wir. In jeder Wirtschaft sind wir rausgeflogen, mit Schlägerei, du. Ich kann dir sagen, ich sah aus am Schluss, ich hab nichts mehr an. Die hatten mir auseinandergerissen, alles, ja. Ich hab nur noch einen Hut am Kopf und eine Schirm in der Hand, ja. Aber so kann ich da nicht raus. Mensch, was machst du? Ich denke, da fiel mir ein, mein Freund Albert Nothacker, der wohnt in der Dörflichstraße 72. Ja? Der hat mir gesagt, wenn du mal was hast, komm zu mir, ich helfe dir. Ich suche die Straße, finde sie hier rein ins Haus, es war stockdunkel. Wie ich drin war, mitten auf der Treppe, fällt mir ein, er hat gesagt, sei vorsichtig, wenn du mal kommst. Wir sind am Renovieren, es ist alles aufgerissen, kein Geländer. Du könntest furchtbar fallen, ne? Oh, denke ich, jetzt vorsichtig, kein Schritt weiter. Ich habe den Schirm in der Hand. Jetzt suche ich mit dem Schirm, wo ich noch gehen kann. Jakob, du, da war nichts mehr vor mir. Da war ein tiefes Loch, ich konnte ja nichts sehen, war hier dunkel. Vor mir nichts, denke ich jetzt im Moment. Einen Schritt zurück vor, erst mal gucken, was los ist. Ich fühle hinter mir, Jakob, da war auch nichts mehr. Vorne nichts und hinten nichts. Ich stand auf einem schmalen Balken in einem dunklen Raum. Du, ich war verzweifelt. Was sollte ich machen? Ich konnte doch keinen Schritt gehen, ich konnte ja abstürzen. Ich fühle noch mal. Nichts, vorne nichts und hinten nichts auf dem schmalen Balken. 2 Stunden habe ich so gestanden, du. Es schlägt 5 Uhr, plötzlich jedes Licht an, kommt mein Freund rein. Ich stehe mitten im Flur und vom Schirm hatte ich nur eine Brücke in der Hand. Kannst du dir das vorstellen? Vorne nichts und hinten nichts, ja klar. Der sagt mich, wie siehst du aus? Ich sage, Albert, helf mir. Ich sagte, komm mal rein, was ist los? Da gibt mir was zum Anziehen. Nur ist das doch so eine Knacke dort, so eine kleine Kerl. Von dem passt mir doch nichts. Ich habe nur einen Matrosenanzug von einem Freund da. Der kannst du anrufen. Das ist es. Karneval. Ich sage, her damit. Ja, weiß ich, wo er her hat. Her damit, ich ziehe ihn an, hab bis 8:30 gewartet, bin dann auf die Bank, wollte Geld holen. Ich komme in die Bank rein, sagt der Beamte, raus, Kinderspielplatz gegenüber, ja. Ich sage, mein Herr, ich bin Anton. Sagte, ich habe Sie nicht wiedergekannt, der Knopf. Was wollen Sie denn? Ich sage, ich will Geld, kommen Sie, ich muss einkaufen. Tut mir leid, darf ich nicht. Wieso? Ihr Sohn hat sämtliche Konten sperren lassen. Was heißt Sie jetzt?
Ja, was ich dazu sage, das habe ich schon lange kommen sehen. Wieso? Mensch, du immer mit deinen faulen Spekulationen. Der musste doch so handeln, der Fritz. Lass doch mal endlich die Finger von den Geschäften, wenn du nichts davon verstehst. Ich selber habe dich tausendmal gewarnt vor diesen faulen Geschäften mit der Finanzbank. Die Finanzbank ist erstklassig. Da kann man dein ganzes Vermögen verzehnfachen. Dort investieren, verzehnfachen. Hier verlieren kannst du es. Also, pass auf. Interessiert, hast du es ja drauf getan? Ja. Also, jetzt will ich nur noch meinen Zimmerschlüssel haben, sonst ja nicht. Wie soll ich denn? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn bei der Madame gesehen. Ja, ja. Die bringt er gleich selber rein. Ob das Mondgott mich verraten hat? Jetzt wahrscheinlich, die hat was. Volle Deckung, meine liebe Braut. Deckung. Herzlich willkommen, lieber Bruder. Liebe Schwester, ich begrüße dich. Das ist doch nicht Jakob, möglich. Ich kann den Strohhalm nicht finden. Irgendwo ist der. Sag mal, wie siehst denn du Hallo, aus? Schätzchen, da bin ich. Wo hast du denn diesen unmöglichen Anzug her? Ist doch nicht unmöglich, es ist neu. Das ist oben Vater, unten Sohn. Ja, das ist ganz neu für Männer. Ja, aha. Guck mal hier, das Hörnchen, was ich am Kopf habe. Mein Gott, wie kommst du denn daran? Ja, wir kommen da dran. Wie ich in München abgefahren bin, hatte ich es noch nicht. Das unterwegs der Luftzug, der hat geblasen. Ja, nicht? Ja, das ist die Zugluft. Jetzt halt doch mal einen Moment den Mund. Ja. Nicht, das Sprechen strengt ihn nämlich noch sehr an. Aha. Ich werde deiner lieben Braut schon das ganze Unglück gleich erklären. Wunderbar, der kann wunderbar fantasieren. Ja, hat ne? Er fantasiert schon etwas, das merkst du. Er fantasiert nämlich. Wieso? Ja, pass auf, Sabine. Ja. Es handelt sich da um ein kleines Eisenbahnunglück. Nein, war doch die Hoteltreppe. Eisenbahn. So, also hier ist der Schlüssel. Jetzt gehst du erstmal auf dein Zimmer und kommst so schnell wie möglich zurück, aber in einem Zustand, der deiner würdig ist. Ein Zustand, der meiner würdig ist? Da müssen wir ein halbes Jahr warten, du. Mein ganzer Körper ist besät mit grüne, rote, blaue, schwarze, violette Flecken. Du, wenn du mich aussiehst, so siehst du aus. Wir freimachen Album, du. Schrecklich. Schrecklich, dieser Mann. Bitte, jetzt reg dich nicht auf, liebe Sabine. Du hast doch schließlich ganz genau gewusst, wen du da heiraten willst, ne? Was? Der war doch früher ein ganz anderer. Das ist doch nicht wahr. Das hast du bloß früher selber nicht gemerkt, weil du selbst noch eine kleine Wurstmamsel in der Metzgerei warst. So, ich will davon nichts hören. Also, was war nun mit diesem Eisenbahnunglück? Oh, die lässt nicht locker. Also, das war ein Unglück in der Eisenbahn. Aha. Als der Toni in München losfuhr, ne, fuhr er eine Weile so vor sich hin und dann überkam ihn ein leichter Schwindel. Ein Schwindel, ach ja. Ja, das schwindelte ihn. Das schwindelte ihn. Ja, und dann wurde ihm schwarz vor Augen und dann versuchte er noch den Waschraum zu erreichen. Aha, Ja, und auf dem Weg dahin muss er wohl in Ohnmacht gefallen sein. Ah ja, und da hat er sich die Beule auf dem Kopf geholt. Nein, da war er noch nicht. Das war später. Als in Nürnberg die Sanitäter mit der Tragbare kamen, nicht? Ja, und da ist dieses schmale Männlein, ist ihm doch von der Tragbare runtergefallen, unter den Zug, auf die Schienen, mit dem Kopf auf den Puffer der Puffer. Jetzt ist aber Schluss mit diesem Quatsch. Nein, ich hätte von dir ein bisschen mehr Ehrlichkeit erwartet. Weißt du, was ich glaube? Ja. Er ist gestern schon gekommen und besoffen hat er die ganze Nacht. Ach, natürlich. Oh, ich hätte ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Interesse an deiner Schwester erwartet. Du weißt ganz genau, was für mich auf dem Spiel steht. Naja, das weiß ich leider. Ach, es zwingt dich doch kein Mensch, ihn zu heiraten. Nö, du musst es ja gar nicht. Hör mal, und was ich von dieser Ehe mit meinem besten Freund halte, das weißt du ganz genau. Das ist mir gar nicht ganz klar. Er wäre dein erster Mann. Nicht so ein Versager gewesen, nicht so ein Schlappschwanz, dann hättest du doch jetzt das Geld von unserem armen Tommy überhaupt nicht nötig. Ja, schließlich und endlich ist der arme Mullerich ein Opfer deiner Verschwendungssucht geworden. Mein Gott, immer diese alten Märchen. Na ja, aber bei deinen Ansichten ist es ja kein Wunder, wenn mein Stiefsohn sich allerlei Frechheiten gegen mich herausnimmt. Nein. Kann den Fritz ganz gut verstehen, dass der auf Zack ist und aufpasst, dass der nicht das Vermögen von seinem Vater auch noch ans Fenster schmeißt. So, jetzt will ich dir mal etwas sagen. Ich werde mir weder von dir noch von ihm irgendwelche Vorschriften machen lassen. Unglücklicher Toni, hoffentlich kommt er noch rechtzeitig was dazwischen. Sonst sehe ich schwarz für dich als Nachfolger vom verflossenen Mullerich. Oh, hallo. Jakob, nett dich zu sehen, wie ist es dir? Danke. Ach ja, im Grunde genommen habe ich die Nase hier schon wieder restlos voll. Richte dich doch nicht auf. Nee, lohnt doch gar nicht. Fritz, tu mir einen Gefallen, lass du dir hier wenigstens nicht die Butter vom Brot nehmen. Keine Bange. Und wenn es dir zu viel wird, dann kommst du einfach in meine Firma. Gemacht.
Aber dann muss es schon ganz doll kommen. Denn ich habe meiner Braut versprochen, hier... Also, Moment, das ist das Erste, was ich höre. Du hast eine Braut? Ja, ich habe meiner Braut versprochen, hier so lange auszuhalten, bis ich sie nachholen kann. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her und ich glaube, jetzt ist es bald soweit. Bitte, Jungs, seit 2 Jahren eine Braut. Ich weiß das gar nicht. Na, sowas... Ja, dann hol sie doch endlich her, dann hast du doch wenigstens eine kleine Freude hier in dem Laden. Ja, so einfach ist das nicht. Ich habe sie nämlich vor 2 Jahren in Ungarn kennengelernt. In... Moment, ist das vielleicht eine Ungarin? Ja, ja, also, was das Mädchen für mich getan hat, werde ich nie vergessen. Du erinnerst dich, ich war vor 2 Jahren am Plattenseenurlaub, ne? Mhm. Und ich bin doch da so krank geworden. Und sie hat mich auf dem Hof ihres Onkels gepflegt. Ach, es war Liebe auf den ersten Blick bei Etelka und mir. Etelka. Jetzt sitzt das Mädchen in Ungarn und wartet, dass ich sie nach Köln hole. Aber so einfach ist das ja nicht, zumal mich ihr Onkel nicht leiden kann. Also jetzt mal ganz langsam, ja? Eine Ungarin, die Etelka ja. heißt und einen Onkel hat, der dich nicht leiden kann? Ja. Oh, ey. Mensch, das Schicksal geht seltsame Wege. Was hat das mit dem Schicksal zu tun? Kennst du die Leute schon etwa? Nein, 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 ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen, aber... Da drinnen, da sitzt dein Herr Vater ja. und legt sich einen Eisbeutel nach dem anderen auf den Kopf, weil nämlich der Onkel, der dich nicht leiden kann, den ganz fies vertrimmt hat. Das geht doch gar nicht. Nee, Fritz, bleib hier. Deine künftige Stiefmutter ist schon bei ihm. Jetzt komm du nie auch noch mit deiner kleinen Ungarin an. Nee, lass den seine Prügel ruhig erstmal in aller Ruhe verdauen. Sonst kommt die Katastrophe nämlich noch heute. Was für eine Katastrophe, was für eine Prügel, was redest du für ein Quatsch? Komm mal von der Tür weg, du bist ja gar nicht auf dem Laufbett. Wieso denn dein nicht? Vater ist doch schon seit gestern da. Gestern? Ja, und im Zug ist er warum denn? Jetzt ist aber Schluss mit dem Nachsteigen, mein Herr. Was soll ich denn zu Hause sagen, wer Sie sind? Sagen Sie, was Sie wollen, Gnädigste. Jedenfalls bin ich erst einmal hier. Und so schnell werden Sie mich nicht wieder los. Dabei habe ich Sie für so einen netten Menschen gehalten. Ja, im Zug waren Sie auch netter zu mir. Ach, ich begreife gar nicht, warum ich nicht den Schaffner gerufen habe. Nirgendwo war man sicher vor Ihnen. Am liebsten wäre ich ja ausgestiegen. Ja, das stimmt ja wohl nicht ganz. Denn im Zug haben Sie noch gesagt, Sie hätten noch nie eine so angenehme Reise gemacht. Also wenn Sie jetzt nicht sofort gehen, dann lasse ich Sie von meinem Vater auf die Straße werfen. Ja, und ich wette mit Ihnen um einen Kuss, dass meine Mama Ihren Goldjungen gleich wieder reinholen lässt. Was soll denn das heißen? Ist Ihre Mama etwa hier? Das will ich jedenfalls hoffen. Na bitte, ich sag's ja. Ja, guten Tag, Mama. Mein Junge. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Bist du denn? Ja. Schau mal, was ich dir Schönes mitgebracht habe. Ja, aber... Das ist doch... Lotte Knopf, gnädige Frau, die ihrem Vater zum Geburtstag gratulieren will. Und zur Hochzeit natürlich. Mein Gott, seine Tochter? Mein liebes, liebes Kind. Meine Stiefschwester ist das? Das ist ja ein Ding. Sie sind also meine neue Mama, die der Papa mir zu seinem Geburtstag schenken will. Ja, und ich hoffe, dass wir uns alle vertragen werden. Sibylla macht wahrscheinlich wieder nicht auf. Die sitzt auf ihren Ohren. Entschuldigt mich. Einen Augenblick, Sibylla. Ja. Na? Fräulein Unbekannt, wollen Sie mich immer noch hinauswerfen lassen? Ach, jetzt gerade. Sie sind unmöglich. Warum haben Sie sich mir denn nicht vorgestellt? Ja, Sie haben mir Ihren Namen ja auch nicht genannt. Und jetzt ist das Unglück geschehen. Ach, das könnte ich nicht sagen, denn ich habe ja meine Wette gewonnen. Wette? Ja. Was denn für eine Wette? Na, ich bekomme noch einen Kuss. Ach, so sehen Sie aus. Ach, dann muss ich wohl der große Bruder sein Recht holen. Der große Bruder, der sitzt da drüben in der Fabrik und der kann sehr böse werden. Und meine große Schwester, die ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Die ist Chemikerin und wenn die will, kann die euch alle vergiften. Ach, was ein Quatsch. Da seht mal die ersten Blumen. Sind die nicht wunderschön? Komm, Iris, stell sie doch irgendwo hin, ja? Komm, mein Kind, setz dich zu mir. Ich bin zwar noch nicht umgezogen, aber ich möchte doch gerne wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Na ja, also das war so. Ach, glauben Sie ihm nicht. Es war alles ganz anders. Ja, aber Mama, du wirst mir ja wohl eher glauben. Ja, aber ich muss ja auch die andere Seite anhören, nicht wahr, Lottchen? Ich darf doch Lottchen zu Ihnen sagen. Ja, gern. Er hat sich einfach zu mir ins Abteil gesetzt. Ach. Ja, und versucht mich zu bezirzen. Na, dass neben Ihnen noch ein Platz frei war, dafür kann ich ja nicht. Deshalb hätten Sie mich ja nicht die ganze Zeit ansehen müssen. Hätte ich aus dem Fenster sehen sollen die ganze Zeit. Irgendwohin muss ich ja sehen. Ach, wissen oder? Sie, was Sie sind? Sie ja. sind ein ganz frecher Lümmel. Mhm. Jetzt wissen Sie, was Sie sind. Ja, und Sie sind... Na, Kavalier. Sibylla! Oh, Lottchen, das ist aber schön, dass du da bist. Da freue ich mich jetzt. Oh. Wem gehört der dann? Hast du dir direkt deinem Bräutigam mitgebracht? Sibylla, das ist mein Sohn Erich. Oh. Tag, Herr Sohn. Tag,
Sibylla, so was Freches habe ich noch nie kennengelernt. Ja, ja, das sieht man. Werder Jans raviniert da auch. Ich sehe, wir werden uns alle aneinander gewöhnen. Da brauche ich mir gar keine Sorgen. Ich mir auch nicht, Frau Mullerich. Sibylla, weißt du, wo die sich kennengelernt haben? In der Eisenbahn. Oh, wie romantisch. Also, ich schlage vor, Sibylla zeigt euch erstmal eure Zimmer, ja? Mein Koffer nehme ich schon selber. Bitteschön. Moment mal, der Koffer, den nehme ich, das ist doch klar. So, bitteschön, die Herrschaften, ne? Nein. Zufälle sind das, nicht wahr? Nee, Frau Mullerich, das sind keine Zufälle, nee. Wann der Herr ja nicht will, nutzt ja nicht. So, Schätzchen. Da bin ich wieder. Bin ich jetzt schön in Ordnung, Hassan? Ja, nicht? Jetzt siehst du ja wieder wie ein normaler Mensch aus. Ja, siehst du, dann musst du dich immer an mir rumknottern mit mir, ja. Ist das der Dank für meine liebevolle Anteilnahme? Liebevoll habe ich keine liebevolle Anteilnahme. Ich tue da alles für dich. Ich mag mich schön, du eine Anzug anziehen und du die engen Schuhe anziehst. Sie sind so eng. Ja. Drei Schuhhörnchen habe ich verbogen. Ja, sei froh, dass ich endlich einen gebildeten Menschen aus dir mache. Wieso? Jetzt, wo wir zur Haute Volée gehören. Hör doch mit deiner Haute Volée, mit der du quatschst, du Blödsinn. Was? Gebildeter Mensch. Ja. Der gebildete Mensch kostet mir eine Stange Geld, mein Liebchen, ja? Ach, ja, und dein Sohn, der kann so viel Frechheiten zu mir sagen, wie er will. Aber ich werde ihm nicht böse sein, weil ich seinen Vater so sehr liebe. Ja. Hast du schön gesagt, ja. Sag nochmal, ja? Weil ich seinen Vater so sehr liebe. Ja, siehst du, dann musst du dich immer knottern, sonst froh sind, dass du dein Männlein heil zurück hast, ja? Ach, natürlich, du hättest ja auch zugrunde gehen können bei diesem schrecklichen Eisenbahnunglück. Was denn für ein Eisenbahnunglück, hä? Ach so, das Eisenbahn, das, ey! Ja! Hoho! Das ist ja keine Kleinigkeit, wenn zwei D-Züge mit 180 Sachen aufeinander donnern, nicht? Lügner. Jawohl, das ist... Ja, der Jakob hat mir ja schon alles erzählt. Das kann er ja gar nicht. Ich habe ihm ja kaum was... Aber dir werde ich jetzt erzählen. Also pass auf, ich sitze in meinem Coupé. Ja. Für mich ganz allein. Ja. Ich denke an dich und an sonst nichts Böses. Na, ja. Naja, kann ich ja auch. Muss ich ja nicht. Was soll ich dann sonst dann denken? Ne? Mhm. Und auf einmal gibt es einen furchtbaren Knall. Wamm! Ich denke, wunderbar, wo kommt der Knall denn her? Ja. Und kaum hatte ich das gesagt, kommt wieder ein Knall. Wamm, wamm! Drei, bamm! Und wieder einer. Ich denke, was ist da für eine Knallerei? Was sind das für Knälle? Wo kommen die her? Ich gucke am Fenster raus. Wamm! Schon wieder einer. Das war der Überschallknall, der kam hinterher. Der hätte ja zuerst da sein müssen, aber ich weiß nicht wieso. Jetzt gucke ich rum, du, ich traue meinen Augen nicht. In der Luft, alles fliegt rum. Die Waggons fliegen, die Koffer fliegen, Lokomotive hinten, der Kohlenwagen vorne, der Gepäckwagen unten, alles fliegt, die Leute fliegen. Ich flog auch. Oh. Ich hab ja nicht gewusst, dass ich gut fliegen kann, ja. Wie ich so am Fliegen bin, auf einmal dreh ich mich rum, ja. Und da guck ich hin, da ist eine Schaffnerin, die brüllt nachlösen, Lufthansa, sagt sie zu mir. Ist ja blöd, nicht? Ich war ja nicht in der Lufthansa. Ich flog also immer weiter. Plötzlich wurde es mir kalt, ich guck auf die Uhr, ich war 1000 Meter hoch, ja. Ja, du guckst nicht so, ich kam ja um 100 Meter vertan haben. Vielleicht waren es nur 900. Oh, na jedenfalls, ich denke, jetzt ist Zeit. Mein Mantel konnte ich nicht finden, der flog auch irgendwo. Jetzt war ich im Mantel und ich denke, ich gehe runter. Ich sause runter auf die Erde. Ich schlage auf, aber ich habe mir nicht wehgetan. Ich bin nämlich auf eine Weiche gefallen, versteht ihr? Und die Weiche, die war sehr weich, die Weiche. Weiche müssen ja weich sein, nicht? Sonst wären sie ja hart, ne? Und du guckst so komisch. Ich hab das Gefühl, du denkst immer, ich stell dich vor Kohlen, ja? Und das soll ich dir glauben? Ach, bitte sei so freundlich, ja. Ach, du Lügner, du, der Jakob hat mir schon ganz andere Sachen vorgelogen. Ja, der kann ja nicht lügen. Ach, was, gebummelt hast du die ganze Nacht mit deinen Saufkumpanen, die seit heute früh hier auf sind die hier? Dann musst du zu denen Ach, gehen. Was, hier bleibst du? Wenn du nicht willst, dass ich die Hochzeit noch einmal verschiebe. Oh, hör doch auf, dann muss ich dich immer sagen, du bist doch selber schuld. Was? Und musst du immer hinter mir her spionieren, ja? Du weißt ganz genau, dass ich mal hier ein Bierchen trinken gehe. Lass mich doch, meine Freunde. Ich komme immer wieder. Und wenn ich dann nach Hause komme und habe gebummelt, dann muss ich lügen und lügen. Kann ich nicht. Du merkst das ja immer direkt. Ja. Und was soll du lieb, Schätzchen? Stuhl doch alles, was du willst. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Und Agavit
wird ab morgen fabriziert. Und dem Fritz, dem Lümmel, dem werde ich Bescheid sagen. Wie kommt ihr dazu, an meiner Frau herumzustänkern, was? Ah, ich erwarte von dir, dass du dich heute als Mann und Vater zeigst. Da kannst du dich drauf verlassen, Schätzchen. Hallo, Papa. Liebchen, da bist du ja, Mäckchen. Oh, mein liebes Geburtstag. Ja. Da. Was denn? Da, am liebsten würde ich dir für jedes Jahr eins geben. Dann kriege ich aber noch ein paar. Ne? Aha, du. Da, Vater. Ja, Jung. Ich hoffe, du hast von deiner Reise eine gehörige Portion Bildung Jung, mitgebracht. Du bist ein Strolch, du. Komm her. Da. Ach so, ja, das ist schön. Aber Papa, was ist denn? Was denn ist? Lass nur. Unser Vater sitzt zwischen zwei Feuern und muss aufpassen, dass er sich nicht verbrennt. Ja, was heißt das? Ja, was fällt denn dir ein? Das geht dich doch ja nichts an, jawohl. Lieber Freund Stänkern. Warum stänkerst du hier durch die Gegend rum? Ich weiß genau, warum du stänkerst, weil du Angst hast, du würdest zu wenig erben. Ah, das kommt aber nicht in Frage. Von mir aus kannst du stänkern, wo du willst. Hier rüber in der Fabrik. Stänker mit den Leuten, mit allem kannst du stänkern. Aber nicht hier im Haus. Und vor allen Dingen, wie kommst du dazu, auf meiner Braut herumzutrampeln? Ja. Lieber Junge, dafür bin ich da. Was? Nein. Ich wollte sagen, dafür bin ich da, zu sorgen, dass das keiner tut. Das siehst du? Jawohl. Und wenn ich mich zwischen zwei Feuer setze, ist das auch meine Sache. Und wenn ich mir was dabei verbrenne, ist das auch meine Sache. Hast du mich verstanden? Du brüllst ja laut genug. Brüllen, ich brülle überhaupt nicht. Da bin ich so ruhig wie so ein Mensch überhaupt. Das sagt er mir ins Gesicht, wo ich so viel hinter mir habe schon. Ja, aber Papa, wer wird denn an seinem Geburtstag gleich so böse werden? Ach komm. Lass ihn nur. Wenn er fertig ist, dann lege ich hier mal los. Was? Aber dann fällt der Kalk von der Wende. Es fällt überhaupt kein Kalk von der Wende. Was heißt hier, lege ich los? Du hast überhaupt nicht loszulegen. Wenn einer loslegt, lege ich los. Und ich lege los. Los! Jawohl. Und ich will dir mal sagen, ab heute bleibe ich hier. Ich bleibe hier im Haus und auch in der Fabrik. Ich bestimme jetzt wieder alles, was gemacht wird. Und du hast nichts mehr zu sagen. Hiermit entziehe ich dir die Prokura. Ach. Jawohl. Und Agavit wird ab morgen fabriziert, pfundweise, kiloweise, tonnenweise, zentnerweise. Ja. Und wenn dir das nicht passt, kannst du das ja ruhig sagen. Himmel, Arsch und Zwirn. Warum? Sabine, ich hoffe, ich hast dir den Zwirn nicht gehört. Komm her. Häng dich nur an deine Sabine, du Held, der du geworden bist, Vater. Ich lasse dir jetzt eine Stunde Zeit. Dann kannst du dir überlegen, welche Frechheiten du in meinen Kopf geworfen hast. Und wenn du die nicht alle zurücknimmst, dann packe ich noch am Abend meine Sachen und du kannst deinen Dreck hier alleine machen. Hast du das gehört? Was der gesagt hat? Dreck? Dreck hat er zu meinem... Das hat sich hier auf mir sitzen. Oh, du, den reiß ich jetzt auseinander. Das soll der sich mal wundern, der Bursche. Wolltest du noch was sagen? Ja, bitte zwei Kaffee. Dann wünsche ich euch zu dem Kaffee viel Vergnügen, du Waschlappen. Hast du das gehört? Ja. Laschwappen, sagt er zu... Waschlappen hat er zu mir gesagt, zu mir, wo ich dem so Bescheid gesagt habe. Ja, aber wenn es dir leid tut, dann lauf ihm doch hinterher. Ich? Ja. Nachlaufen? Ja. Kann ich ja nicht. Waschlappen hat doch keine Beine. So etwas und Dreck. Dreck, sagt er zu meiner Fabrik, Dreck, du jetzt. Da erinnere ich mich ja jetzt erst drüber. Das ist doch... Was ist das denn? Das sind deine Saufkumpanen. Mein Gott, hoffentlich kommt mir nicht wieder was dazwischen. Wie vor 25 Jahren, wenn man da ist. Das ist ja die Itelka. Was hat die denn hier zu suchen? Die darf doch gar nicht hier. Oh mein Gott, wenn man da nein, oh Gott, oh. Nein. Ach, du doch lebst! Ja, ich lebe. Meine liebe Onkel, du hast dir meine schlimme Onkel getan, sehr weh. Nein, der Onkel hat mir gut getan, Schätze. Komm hier nach Hause. Meine Rieke. Raus. Von der traurigen Gestalt. Raus, bitte. Lass sofort das Mädchen los. Kann ich nicht, das ist die Schaffnerin, die mich nachlösen. Also, das ist aber... Bitte. Also bitte, wer sind Sie und was wollen Sie hier? Was? Wer ich bin? Ja, bitte. Ja, aber hat er denn nichts gesagt? Anton? Ja, nichts, Anton. Obwohl Sie Papachen! Sie kennen mich doch! Itelka! Oh, ey, Friedchen! Mein Fritz! Ja, was ist das denn? Der Abschlussvater! Unser lieber Freund, der Anton Kloppen, wir leben! Ho! 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 Ho!
Mein Gott, hört denn dieser furchtbare Lärm überhaupt nicht mehr auf? Julischka, Buda, Budapest, das hat der Herz aus Paprika, das keine Ruhe lässt. Wie will er jetzt endlich Ruhe halten, ja? Ich soll doch nur ein paar Büchsen von dem Agavit holen für die Herren. Oh, gratuliere, Aga, du machst Eroberungen. Agavit auf jeden Tisch, denn es hält gesund und frisch. Nee, das ist es nicht. Nee, die Herren schmieren sich das Zeug unter die Sohlen. Dann können sie besser tanzen. Hör auf zu lachen, Erich. Du bist unverschämt. Ja, wieso denn? Neue Verwendungsmöglichkeiten. Agavit auf Schuh und Sohlen. Das Leichte soll auf Teufel holen. Hallo, meine liebe Familie, sitzt der Familienrat. Nun erinnert sich meiner Knopf daran, dass wir auch noch vorhanden aber sind. Aber ja, darum komme ich doch zu euch, ihr lieben, goldigen Menschen. Ihr kommst nicht zu mir. Rüber zu meinen Freunden und stößt mit mir an auf unser junges Glücks. Du machst sie Panferkelchen, du. Also das, süßes Kleines. Also das sollte er mal zu mir sagen. Zu dir sag ich sauer Joko, du, ja. Du liegst mir sowieso im Magen. Ich hab von diesem Zeug, von dem Agavit probiert. Ist das ein Bitterlicher? Wird ein Tod schlecht von dir. Mama, noch eine solche Entgleisung. Und ich verlasse das Haus. Oh, wie schön. Mach die Tür aber hinter dir zu, ja? Also, und geh ganz weit weg, damit ich nicht mehr sieht. Dieses Agavit. Also, das ist einfach nicht zum Aushalten. Komm, sei friedlich. Da ist ja schon dein großer Verehrer. Oh, guten Abend. Ich bin untröstlich über die Verspätung, gnädige Frau. Ja, ich hoffe, dass nicht ich die Ursache Ihrer Verstimmung bin, mein Fräulein. Aber nicht doch, Herr Möbius. Bei diesen skandalösen Ereignissen ist es ja kein Wunder, wenn man nervös wird. Ja, allerdings, gnädige Frau, außerdem bringt der bevorstehende Wechsel innerhalb der Fabrikleitung mancherlei Umstände mit sich, mit denen man nicht gerechnet hat. Also geht dieser Fritz tatsächlich? Na, es ist voll anzunehmen. Sei Dank. Ich habe jedenfalls alles getan, damit für meine Kinder und auch für Sie, Herr Möbius, eine gerechte Lösung gefunden wird. Danke. Selka, du musst doch vernünftig sein. Das geht nun mal nicht anders. Doch, es geht anders, wenn nur wollen. Oh, da sind ja meine lieben Verwandten. Verwandten, Sie irren, mein Fräulein. Es hat Sie niemand gerufen. Es soll doch so schön sein in Ungarn um diese Jahreszeit. Was, ihr wollt mir schicken zurück? Aber ich will den Fritz heiraten und bin ich gekommen mit einem Herz voll Liebe zu ihm und seinem Papa. Ja, und wenn ihr mir wollt nehmen, die Fritz, doch, den Fritz wird ihm niemand vorenthalten. Oh, Fritz ist euch nur allen im Weg hier. Ihr wollt gar nicht haben seine Papa. Ihr wollt nur haben seine viele Geld. Also das ist eine Unverschämtheit. Ein unverschämtes Geschöpf. Und du, gerade du sei ein Geschöpf. Ja, das geht wirklich zu weit, gnädige Frau. Da würde ich mich wehren. Das ist doch nicht die Höhe. Oh, was ist denn hier los? Ist nix, Fritzi. Wollen mich nur meine lieben Verwandten setzen vor Tür? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber solange ich nicht das letzte Wort mit meinem Vater gesprochen habe, bist du hier mein Gast. Und ich erwarte von meiner Verwandtschaft, dass sie meine Braut respektiert. Braut? Naja, man wird sehen, für wen hier Platz im Hause ist. Komm, Kinder, es gibt angenehmere Gesellschaft. Dein Polterabend verspricht jedenfalls sehr interessant zu werden. Kommen Sie mit, Herr Möbius? Aber gern. Alle ich komm gleich nach. Gudi, alles klar. Sag mal, was war das denn jetzt? Ach, Fritz, warum bist du eigentlich immer gleich so böse? Aha. Haben Sie mein kleines Schwesterchen also auch schon eingeseift? Also, wenn du sowas von mir denkst, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr darüber zu reden. Jetzt lässt mein armes Vögelchen die Flügel hängen. Lass ihn nix hängen, Gefliegel. Bin ich nur sehr traurig. Jo, weil ich hab mir alles ganz anders gedacht. All die lange Zeit. Warum hast du denn nicht gewartet, bis ich dich geholt hätte? So, hab ich gewartet so lange. Ganze 2 Jahre. Du, wenn ich gewartet noch länger, dann du hättest mir gar nichts mehr gekannt. Ich alles Foltern und Runzeln im Gesicht und kein Zahn mehr im Mund. Du armer Schatz. Oh, du ich dich geküsst 1000 Mal im Traum. Und auch fort von Plottensee nach Köln. Ich dich immer wieder geküsst. Das hast du jetzt lieb gesagt. Und wenn du jetzt nicht gekommen wärst, ich hätte dich bestimmt bald geholt. Ja? Mhm. Gott sei Dank, mir ist ein bisschen besser. Was ist denn hier los? Oh, Stillleben, ne? Hallo, ihr zwei da. Hey! Mahlzeit! Ja.
Was? Wie konntest du uns denn so erschrecken? Ja, wenn ihr zwei vor lauter Verliebtheit blind und taub seid, kann ich doch nicht führen. Na, Vater, habe ich keine zauberhafte Braut? Braut, du bist aber gut, oder? Langsam, 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 Vater. Edelka, ich glaube, es ist besser, du lässt uns einen Augenblick alleine. So. Oh, aber möchte ich doch so gerne bleiben, ja? Ich möchte mir lieber den alten Knopf alleine vorstellen. Alter Knopf, wo ich dabei bin, der alte Knopf für mich, das haben wir das Beste. Papachen. Ja? Papachen. So, jetzt kannst du loslegen, Vater. Aber nur nicht wieder frech werden. Nee, Freund. Nee, keine Bange. Ganz im Gegenteil, es tut mir ja leid, dass du meine Braut auf so unangenehme Art und Weise kennengelernt hast. Was ist denn ihre Braut, Braut? Der Quatsch! Hast du mich denn überhaupt gefragt, ob mir deine Braut gefällt? Nee, du sollst das Mädchen ja gerne heiraten. Außerdem hast du mich ja auch nicht gefragt, ob mir deine Braut gefällt. Aber schon nötig, ich bin der Vater, ich kann machen, was ich will, ne? Und ich bin der Sohn, der mit sich auch nicht in Molly machen lässt. Schließlich sage ich ja auch nicht nein, wenn du jetzt deine sogenannte Jugendliebe heiratst. Ne? Ja. Von dir verlange ich eben dasselbe. Schließlich habe ich in der Firma ja auch noch was zu sagen. Ne? Aber nicht mehr lange, lieber Freund. Gerade weil du es nicht willst, wird morgen die Sabine geheiratet. Und gerade weil du es nicht willst, wird ab morgen Agavit fabriziert. Ja, aber ohne mich, denn meine Büchsen kriegst du nicht dazu. Die Büchsen gehören in der Fabrik? Nein, die Büchsen gehören mir, die Büchsen sind mein Patent. Die habe ich bezahlt. Die gehören der Firma. Die Firma existiert nicht mehr, denn die Firma heißt Knopf und Sohn. So. Und wenn ich gehe, ist der Sohn weg, nur noch der alte Knopf ist so. Da. So. Wenn ich die Sabine heirate, die hat auch einen Sohn, dann stecken wir den rein, ist der Knopf wieder dran. Vater, komm, jetzt reicht's aber. Gib dir mal einen Ruck. Nein. Hey, Telka und der Firma zu. Nein, das wird sie viel geärgert. Außerdem habe ich ganz andere Pläne mit dir vor. Du sollst wegen dem Agavit die Agathe heiraten. Was? So, jetzt weißt du's. Die Agathe? Jawohl. Die verdötschte Pillendreherin. Was soll denn das? Hörst du jetzt auf? Hörst du jetzt auf zu lachen? Du sollst aufhören zu lachen, verstehst du mich? Ich bin der Vater und darf nicht lachen. Du sollst auf deine... Hörst du jetzt? Wenn du nicht aufhörst zu lachen, sehe ich dir als Vater genötigt, dich zu züchtigen. Das ist aber das Schlechte, was ich da will. Du kannst mir gratulieren. Ja? Ich soll nämlich die Agathe heiraten. Ja? Du? Ja? Der Agathe? Was sagst du dazu, hä? Jetzt lachen wir alle zwei, was höre ich denn ein? Sag doch nicht zu lachen. Aufhören! Ihr sollt jetzt Schluss machen. Ist es schlimm, soll ich den Doktor holen? Nee, Sibylla, Sibylla, bitte nicht den Doktor holen, aber die liebe Agathe. Ja, damit ich ihr den Verlobungskurs geben kann. Bitte. Moment mal, Sie und Fräulein Agathe. Jawohl. Also, der junge Herr Knopf und Fräulein Agathe. Ja? Was sagst du dazu? Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt. Oh. Ja, Vater, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist die ganze Sache ja viel zu traurig. Jawohl. Aber ich weiß ja ganz genau, dass gar nicht du dahinter steckst, sondern deine vornehme Sabine, in deren Händen du noch nichts anderes bist als ein Hampelmann. Hampelmann? Ja, kommen Sie hören, ich bin Hampelmann. Ja, schrei doch noch lauter, dann wissen das alle. Oh, so. Ja, bist du denn vielleicht was anderes? Warum bin ich denn hier auf einmal das schwarze Schaf in der Familie, hä? Was? Doch nur, wenn ich nicht wie du tanze, wenn deine vornehme Sabine am Kördelchen zieht. Kördelchen zieht, Jakob! Aus, geht's Schluss. Hast du Bleistift und Papier? Hast, ja, hol dir Bleistift, Papier. Ja. Alles aufschreiben, ja. Alles aufschreiben. Haben Sie gehört? Hampelmann hat er gesagt. Ja. Und bei mir wollen Sie am Kördelchen ziehen. Ja. Komm, schreib auf. Aufschreiben, ja, hast du Papier? Mann. Alles da? Ja, so, zu weiterschicken. Aber für jede Gemeine, die du mir an den Kopf wirfst, ziehe ich dir was von der Erbschaft. Darauf so. Pfeife ich. Deswegen lasse ich mich doch nicht zum Affen machen. Affe aufschreiben, hat Affe zu mir gesagt. Nee, das gilt noch nicht. Warum nicht? Na, mit dem Affen hat er sich selber gemeint. Ach so, ja, ist ja keine Beleidigung. Nee. Doch! Ich bin ja doch Vater! Himmel! Vater! Versuch doch Vater noch! Hast du gesehen? Vater, ich habe mich dir zuliebe mit deiner Schnapsidee abgefunden, nochmal zu heiraten. Ich habe mir heute Abend vor dir den Stuhl vor der Tür setzen lassen, aber wenn du jetzt von mir verlangst, dass ich meine Braut im Stich lassen soll, ja, dann ist es besser, wenn du dein Affentheater hier alleine machst. Oh, Jakob, hast du gehört? Affentheater! Affentheater! Zu meinem Theater ohne Zuschuss sagt der Affentheater! Das ist aber das Letzte! Das ist das Letzte! Das ist... Jakob! Alles aufschreiben! Das sage ich der Stadtverwaltung, dann kriege ich 50.000 Mark doch noch vielleicht. Ja. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben! Ja, ja, ist schon eine gute...
Der wird immer ein Zirkus. Zirkus, was? Zirkus ist noch besser. Ein Zirkus, in dem dein größten wahnsinniges Sabinchen die Peitsche schwingt und du den dummen August abgibst. August! Ja, komm, was wir hören. August, August, habe ich gesagt. Aufschreiben, August. August, August. 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 Oh, keinen Pfennig kriegst du von mir, kann ich sagen. Ich hab doch schon mal gesagt, dass ich darauf pfeife. Deswegen tanze ich doch nicht um dich herum wie um goldene Kalb. Kalb! Ja, komm, ich bin ein Kalb. Ja, das kenne ich, das Tier aus dem Alten Testament, ja? Ja, ja. Aufschreiben, was hat das Tier gemacht? Das kann ich dir erklären. Der goldene Kalb bist in diesem Fall. Ja, das weiß ich doch. Natürlich bin ich das, jawohl. Ja, schreib's auf. Schreib auf, Kalb und August. Kalb und August. Yeah. Das gehört von den Staatsanwalt, Freund. Ja, ja, komm, schreib alles auf. Alles, ja. Dann hat er es vielleicht mal schriftlich. Wenn ihm eines Tages der Augen aufhielt und er merkt, dass er doch nichts anderes gewesen ist, als ein alter, verliebter Gockel. Alter Gockel, Jakob, aufschreiben, aufschreiben. Ja. Alter Gockel ist nicht immer, aber alles gemeint. Bitte schreib auf. Alles, das ist so, Vater, jetzt geh ich rüber in die Fabrik und bringe deinen Ordnung, was noch in Ordnung zu bringen ist. So. Und du mach dir bitte mein mütterliches Erbe fertig, was ich zu kriegen habe, wenn ich mal heirate. Ob du was zu kriegen hast oder nicht, das ist meine Sache. Hast du mich verstanden? Das ist meine Sache. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Schreib mir! Du schreist! Du schreist! Du schreist! Himmelkreuz, Donnerwetter, nochmal! Er schreit. Sag mal, warum schreit denn so, hä? Jetzt haltet doch mal gefälligst die Luft an. Ihr seid doch schließlich Vater und Sohn. Nein! Ich habe keinen Sohn mehr. Ich habe auch keinen Vater mehr. Aufschreiben, er hat keinen Vater, kann er nichts erben. Ich habe keinen Vater mehr, weil der sich gegen seinen Sohn hat aufhetzen lassen. Obwohl der es immer noch gut mit ihm gemeint hat. Also hör mal jetzt. Ja, meinst du vielleicht, es wäre ein Vergnügen mit anzusehen, wie Leute die Köpfe zusammenstecken und sich lustig machen über den Wurstkönig? Ich will den Wurstkönig und seine größten wahnsinnige Madame. Ich will immer... Der Jakob weiß ganz genau, wie das aussieht. Und wenn du dich 10-mal in die Brust wirfst und deinen dicken Bauch rausstreckst, dass man eine protzige Uhrkette besser sehen kann, deswegen bleibt das immer noch der Bauch vom alten Blutwurstnopf. Und wenn du dich 100-mal in so enge Lackschüchen reinquälst, deswegen bleiben das immer noch deine krummen Metzgersohle. Und wenn du dich 1000-mal auf deinen dicken Geldsack setzt und einen dicken Mann markierst, deswegen tausche ich noch lange nicht mit dir. Ich will immer was. Denn sieh dir diese Hände an. Jakob, Jakob, er fasst mich an. Mein Sohn hat mir ein Leid angetan, bitte. Quatsch. Sieh dir diese Hände an. Die haben das Arbeiten noch nicht verlernt wie die deinen. Die können mein Mädchen und mich noch ernähren. Und wenn es sein muss, noch ein ganzes Dutzend kleiner Knöpfe dazu. Denn wenn du so weitermachst wie jetzt und dein Geld weiter auf die Straße werfen lässt, bist du eines Tages froh, wenn du deinen Fritz überhaupt noch hast. Denn früher oder später kommst du doch sowieso auf den Hund. Mahlzeit! Mahlzeit. Was hast du? Mach doch, du rauskommst, du Feigling da! Toni, von wegen Feigling? Da habe ich aber eigentlich beim Fritz eben wenig von gemerkt. Aufschreiben, Hund hat er gesagt. Hund hat er beim Rausgehen zu mir gesagt. Nee, nee, das Tier hat er bloß symbolisch gemeint. Ist ganz egal, er hat es gesagt, nur was das für eine Rasse ist, hier wurscht. Himmelsdonnerwetter, jetzt lass doch den Jungen endlich zufrieden. Der weiß wenigstens genau, was er will und wer er ist. Wer er ist, ja. Ich kann es mir aussuchen, ich Kalb. Aujus, Hund, Hampelmann, Gockel, Herr verdammt normal, habe ich das nötig, mir gefallen zu gelassen. Ja, ja, leider ja. Wieso? Wenn der Junge jetzt genauso einen Dickkopf hat wie du, dann ist nämlich jetzt eine Fabrik im Eimer. Mensch, dann zieht der seine Wurstrezepte und sein Büchsenpatent aus der Firma und dann stehst du da mit gewaschenem Hals. Dann kannst du Agavit verkaufen, aber als Stiefelwichse. Hör doch auf, fang dann die anderen zu stänkern. Ich stänkere nicht. Meine Meinung über dich, die kennst du seit vielen Jahren. Ach, weil wir gerade davon sprechen. Ich habe also wunschgemäß dein gesamtes Barvermögen bei der Finanzbank investiert. Richtig, genau das wollte ich. Alles draufgelegt. Aber jawohl. Ich schwöre, beschwöre dich, du. Ich flehe dich an. Bitte. Verkauf wieder. Stoß die Sachen ab. Nein, komm, die Sache stinkt. Nein, hier stinkt nämlich ganz was anderes, mein Junge. Also es bleibt dabei. Gott, dir ist nicht zu helfen. Nein, nein, ich weiß auch so viel. Toni, ich kann dich nur warnen. Ja, du hast einmal durch eine sehr glückliche Spekulation ein großes Vermögen gemacht. Ja, ja. Sei vorsichtig, dass du es nicht durch eine unglückliche wieder verlierst. Mein lieber Junge, hör doch auf, hat er keinen Quatsch. Wenn das mit der Finanzbank schief gehen sollte, was nie, aber nie passieren kann, habe ich immer noch die Fabrik. Nein, nein, die hast du da nämlich auch nicht mehr. Wieso denn nicht? Ach was? Wenn Slottchen und der Fritz heiraten wollen, dann musst du denen nämlich ihr mütterliches Erbteil in bar auszahlen. Und das kannst du nicht. Die Geld steckt nämlich alle in der Fabrik. So, jetzt weißt du Bescheid und hier hast du deinen dämlichen Zettel. Ja, komm, hör doch mal. Ach, geh doch.
Jörg? Nein. Nein, ich hebe nicht klein bei. Der Fritz und der Jakob, die stecken hier unter einer Decke. Mich wollen die klein machen. Nein! Da habe ich meinen Zettel. Anton, du bist in meinen Augen ein Waschlappen. Unreif zum Ausfringen. Das ist ja wohl dieser Lump, das ist ja wohl das Letzte. Nun ist mein Herr Knopf wieder gesellschaftsfähig. Kann er zu seinen Kindern kommen? Herr Möbius hat gerade Margatas Hand angehalten. Ach so, wie kommt dieser Flegel dazu? Bitte nicht diese Ausdrücke, ja? Na komm, 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 komm. Hört doch schon kein Steinchen aus der Krone fallen. Außerdem, ich warne dich. Bin geladen wie eine Handgranate. Was soll denn das heißen? Ich habe ihm bereits meinen mütterlichen Segen gegeben. Hast du den mütterlichen Segen gegeben? Gesegnet ist ja von morgens bis abends, mittags und nachts. Von mir das Ganze segnen, so viel wie du willst. Aber wenn du glaubst, dass ich hier noch einmal berappe, dann bist du schief gewickelt. Wie redest du denn mit mir? Ist das der Dank für all die Opfer, die ich durch meine Heirat bringe? Opfer? Entschuldige mal, wer opfert denn? Du? Ja. Doch ja nichts. Opfern tue ich doch. Ich bin der reinste Opferstock, also, ja? Ist doch... Wenn du dir einbist, ich hänge an der Wand als Hampelmann und du kannst bei mir am Gürtelchen ziehen, du. Da bist du auch schief gewickelt, das hast du jetzt schon. Was redest du bloß für ein konfuses Zeug? Wahrscheinlich hat dein Sohn dir wieder einen Floh ins Ohr gesetzt. Ja, Madame, die Floh bist du. Was? Und der Fritz hat ganz recht. Wenn er deine Agathe nicht heiraten will, das ist ja weiter nichts wie eine überkandidelte Giftpillennudel, ja? Jawohl, und recht hat er, wenn ich dich besehe. Was bist du denn mit der Aussicht? Weiter nichts wie ein gewöhnliches Affentheater, ja? Affentheater, das warst du. Halt mit... den Mund, wenn du mit mir sprichst, jawohl. Du warst lange genug die Frau Zippus-Direktor und hast die Peitsche geschwungen. Und ich war dein August. Anton? Nein, August, hat er gesagt, jawohl. Bin ein Leben lang als Anton rumgelaufen. Soll ich mich jetzt von dir jetzt zum August machen lassen? Also, jetzt ist aber Schluss. Meine Geduld ist am Ende. Meine ist schon lange am Ende, jawohl. Guck dich doch, wie siehst du denn aus? Was? Voll gehangen mit Klunker von oben bis unten. Siehst ja aus wie der ganze Schellenbaum, oh. Ja? Und wenn du dir einbildest... Du hättest gern Bäuchelchen, na wohl, das hast du. Du bist ja eine wesentliche schlanke Tanne. Da ist alles nichts. Das wäre genau der Bauch von der Metzgersmansell. Und wenn du einbildest, du hättest schlanke Beinchen. Nein, du hast genau die krummen Beine wie der Metzgersmansell. Du kannst dich hundertmal auf den Jelzack setzen und den dicken Mann markieren. Deswegen tausche ich noch lange nicht mit dir. Guck dir mal hier die Finger an, jawohl. Die haben das Arbeiten nicht verlernt. Nein, mein Kind. Die können mich noch ernähren. Und wenn es sein muss, ein ganzes Dutzend Knöpfe dazu. Ah! Ah! Hat sie abgebaut. Jawohl. Das haben wir gerne. Von mir aus bau du ab, so viel du willst. Kümmere mich überhaupt nicht drum. Ist mir doch wurscht. So was. Ja, du kannst ruhig abbauen. Da habe ich nichts gegen. Hallo. Wieso? War das vielleicht doch ein bisschen zu laut? Ich habe das doch wieder... Na, nun komm, jetzt mach keinen Quatsch. Sabine! Wir kommen doch wieder bei dich, zu dich. Sabinchen, bien dein klein Sumsum. Bienlein. War doch Spaß, Schätzchen. Ja. Ach, Spaß nennst du das? Ja, ja. Och, du hast dich in deiner ganzen Nacktheit als Rohling gezeigt. Also nur, ich bin fertig aber mit Schätzchen, dir. Schätzchen, red doch nicht, da war doch alles blitzend. Das musst du machen wegen dem Fritz. Wird alles wieder klar gemacht, ich regel das alles wieder, du kriegst, was du willst. Brauchst du Geld? Ach, Geld? Nein, meine Enttäuschung kannst du mit Geld nicht wieder gut machen. Meine Liebe liegt entblättert am Boden. Du hast eine schwellende Knospe zertreten. Ich hab doch nirgendwo draufgetreten, aber was soll ich denn machen? Einer zieht dein, da soll ich lieb sein, da soll ich frech sein, da ja sagen, da nein. Mein verdammt, lass mich doch in Ruhe. Weißt du nicht? Na, Papa, hast du gehabt Aussprache mit Fritz? Ja, hab ich gehabt Aussprache mit Fritz, ja. Du, wo ist Fritzi denn? Fritz in Fabrik aufräumen. Oh, ist der nicht schlimm. Ach, immer arbeiten. Du, aber wenn wir erst haben geheiratet, dann wird alles ganz ja, anders. Ja. Weißt du, Papa? Wenn Abend ist und ist dunkel, dann ist am schönsten, ja? Ja, und dann du kommst zu deiner liebe Fritz und deiner liebe Etelka. Ja, ja. Du, und wir erzählen viel, ja? Erzählen vom Hampelmann, vom Affentheater, vom Aujus und vom Hampelmann und all die...
Nur guck mich doch nicht an. Mit deiner raffinierten Äugelchen durchkommen. Ja, aber Popo, was hast du denn? Nix hab ich. Ja, magst du mich nicht mehr? Doch, das ist es doch gar nicht. Ich mach dich ja sehr. Komm, geh nach Hause, fahr nach zurück. Du bist viel zu schade für den Fritz. Fahr nach dem Plattensee zurück dahin. Aber Popo, warum denn? Du, ich bin doch so glücklich hier. Ja, das mag ich. Ja. Was ist denn los? Hat Arne den Jugendhemdknopf gesehen? Ich muss den Fritz was fragen. Was ist denn passiert? Ja, der hat doch gesagt, ich soll aufpassen von wegen der Lotto und dem Lack. Ja, und? Die haben mich abgehängt. Alter Freund, du hast nicht aufgepasst, alter Freund, das kann ich dir sagen. Ich warne dich, wenn da jetzt was passiert ist und du wartest nicht auf. Ich sag, ich dreh dich durch den Wolf. Ich mach Flins aus dir, du kannst. Oh, immer ich. Wenn hier in dem Haus was verkehrt ist, ich bin es gewesen. Oh. Aber eines sage ich Ihnen, Herr Knopf. Meine junge Knopf geht da ich auch. Mit ihm. Immer ich. Moment mal, Herr Möbius, warum denn auf einmal so eilig? Haben Sie etwa Angst vor dem Junior? Ach, unsinnig. Habe nur etwas vergessen, das keinen Aufschub duldet. Ich komme natürlich gleich wieder zurück. Das will ich auch hoffen, denn Sie denken ja daran, dass wir heute Abend noch ein Gartenfest haben. Natürlich das Gartenfest, ja. Selbstverständlich. Und das Fräulein Lotte wird auch dabei sein. Ja, natürlich. Ist ein sehr nettes Mädchen. Ja, und es ist eine Schande, dass gerade so ein nettes Mädchen einen solchen Schreihals und Grobian zum Vater hat. Aber sie kann Ihnen doch helfen, den Grobian und Proleten einzuseifen, damit er nicht mehr so widerborstig ist. Nein, nein, das Einseifen überlassen wir lieber der Frau Mama. Die weiß ihr Kälbchen schon zu führen. Und schließlich verlangt man von einer Kuh ja nicht, dass sie lieb und nett ist, sondern dass sie ordentlich Milch gibt. Milch gibt, das ist gut. Milch gibt, phänomenal. Die Mama weiß ihr Kälbchen schon zu führen. Diese gemeine Bande, jetzt weiß ich ja genau, was hier gespielt wird. Aber Familie Mulrich, jetzt habe ich mitbekommen. Jawohl, der Prolet wird euch Bescheid sagen. Jetzt ist hier Feierabend. Sibylla! Sibylla, du Knochen, wo bist du wieder? Komm her, komm. Ja, doch, ich komm ja schon, gnädiger Herr. Gnädiger Herr, ich will das Wort gnädiger Herr nicht mehr hören. Ja, aber das hatte Madame doch befohlen. Ja? Ja, weil ihr Herr Knopf nicht gefällt. Aber mir gefällt es, verstanden? Und heute geschieht nur das, was ich sage. Ist das klar? Ja, ist gut. Weißt du, Madame, das auch? Das wirst du schon erfahren. Du gehst jetzt sofort auf den Speicher rauf, da steht ein alter Karton, ein großer von mir. Da sind meine Kleider drin, die ich mal getragen habe, wie ich noch selber mit angepackt habe. Die holst du mir runter. Da gehst du rüber in der Fabrik und holst mir einen Kranz von der gewöhnlichen Blutwurst. Die Lorelei. Jawohl, die Lorelei. Ja, aber die kann doch die Madame nicht riechen. Eben darum holst du sie her. Und dann machst du mir eine Pfanne Bratkartoffeln mit einem Haufen Zwiebel. Ja, ist gut, mache ich alles. Aber ob der Madame das schmecken wird? Das brauche ich nicht zu schmecken, aber mir schmeckt. Und jetzt ist hier Feierabend. Jetzt mache ich hier Schluss mit der Bande. Da können Sie sich drauf verlassen. Hier ist jetzt aus bei mir. Das können Sie. Diese Schuhe bin ich raus. Die tun mir ja so weh. Einmal, das ist einsetzen. Und nochmal so. Ach, tut das gut. Langsam. Der Fritz. Von dem Jungen habe ich mich ja so blamiert. Feine Dinger. Wird hier abgebaut oder was? Geht dich überhaupt nichts an. Hau du ab, geh du zu deiner Etelka, verstanden? Ja, und hör du auf, dich auszuziehen, sonst läufst du nachher hier im Hemd rum. Geht doch keinem was an, wenn ich nackt rumlaufe, will ich ja schon platzen hier. Ja, den gefallen werde ich da bestimmt nicht. Und aber vielleicht deine vornehme Gesellschaft da drin. Die vornehme Gesellschaft? Mit denen will ich Schlitten fahren, da kannst du es doch verlassen. Fritz, guck mir mal an. Sehe ich aus wie eine melkende Kuh? Ne, dafür hab ich dich nie gehalten. Nein, bei dir bin ich ja der August. Aber diese Bande da drin, die sollen sich wundern, die sollen sich freuen. Die können bei mir in Zukunft melken, bis sie dicke Finger kriegen. Ehe bei mir noch mal eine Tropfe Milch rauskommt, ja. Na wunderbar, Vater, können wir uns ja wieder die Hand geben. Nein, hast mich so viel geärgert. Ach komm, Vater, sei doch kein Kalb. Kalb, fängst du schon wieder an? Also schön dann nicht. Ich wäre sowieso nicht wiedergekommen, wenn nicht drüben in der Fabrik diese Schweinerei passiert wäre. Was ist denn passiert, hä? Ich hatte die Gratifikation zu deiner Hochzeit und die Gehälter abgezählt in der Kassette. Den Schlüssel habe ich nicht aus der Tasche gegeben. Ja und? Und trotzdem hat mir irgend so ein Schufter 3000 Mark gestohlen. Na, guck mal an. Wenn doch keiner an die Kassette dran kann. Was willst du damit sagen? Na ja, also du hast den Schlüssel, ja, dann kann doch keiner dran. Ich würde mal überlegen. Ach, vielleicht fällt es dir ein, wo es geblieben ist. Dann bin ich vielleicht die Kanaille gewesen. Vater, überleg. Das hättest du nicht sagen sollen.
Denn jetzt kannst du so alt werden wie Methusalem, bevor du von mir noch ein sterbendes Wörtchen hörst. Aber Fritz, hör doch mal. Ach, Fritz! Nein! Aus. Nein, ich mache nicht mit. Die wollen mich unterdrücken, die wollen mich klein machen, die wollen mich fertig machen. Ich bin Anton Klopp, ich habe zu sagen, ich habe Tierle, mich brauchen sie doch. Was ist denn? Onkel Knapp, hier ist der Hochzeitstag. Meine Klamotten, wie schön, was freue ich mich so. Jetzt, Familie Mulrich, ihr werdet euch wundern, ich werde euch mal zeigen, was eine Harke ist. Nee. Ob das der Madame gefällt? Oh. Warte, ihr Döns. Natürlich kannst du machen, was du willst. Aber du bist doch immer mein vernünftiges Schwesterchen gewesen. Ach, ich verstehe ja auch deine Einstellung zu Erichs Familie. Aber warum muss ich denn darunter leiden? Leiden? Leiden wirst du jetzt, wenn du dahinter gekommen bist, dass du dich bei einem Luftikus eingebracht hast. Hören Sie mal, das ist aber jetzt ein bisschen langsam, übertrieben. Langsam, nicht so hitzig, Herr Mullerich. Arbeiten Sie erstmal. Beweisen Sie, dass Sie wenigstens einen Versuch machen, Ihre Frau zu ernähren. Dann können wir als Schwäger vielleicht noch Freunde werden. Moralapostel. Ach, das darfst du doch nicht sagen, ja. Erich. Ich achte den Fritz wie keinen anderen Menschen auf der Welt. Und darum ist es vielleicht doch besser, wenn wir jetzt als gute Freunde auseinandergehen. So für ein Jahr. Na ja, wie du willst, Lottchen. Ich lasse es jetzt darauf ankommen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Und ich glaube, ich weiß auch, dass du wiederkommen wirst. Na ja, das wollte ich sagen. Da glaube ich auch. Ein Jahr, das ist überhaupt nicht. Herr Fritz! Bist du wirklich nicht, was wir uns nach ihrem letzten Wald noch zu sagen hätten? Vielleicht doch. Denn wir sind aus der Lohnkasse 3000 Mark gestohlen worden. Interessant, aber was habe ich damit zu tun? Ich bin nicht der Verwalter dieses Geldes gewesen. Sicher nicht. Aber es ist auch merkwürdig, dass Sie gerade diesen Betrag nach Hamburg überwiesen haben. Ich halte es für unter meiner Würde, Ihre lächerlichen Kombinationen durch meine Gegenbeweise zu erschüttern. Schön. Dann wird sich eben die Polizei weiter mit Ihnen unterhalten müssen. Nun, lieber Freund, schon wieder zurück? Ja, allerdings, gnädige Frau, doch leider nur, um mich für heute Abend zu verabschieden. Oh, aber Friedhelm, was ist denn? Ich bin untröstlich, liebste Aga. Die Umstände jedoch erfordern meine Anwesenheit, bis man sich eines Besseren besonnen hat. Guten Abend, meine Verehrung. Mama, wie soll ich das verstehen? Sie haben ihn aus dem Haus getrieben, Sie ganz allein. Oder Sie, weil Sie es verstanden haben, ihm Ihre Gunst wertvoller erscheinen zu lassen als seine Ehre. Was soll denn das nun schon wieder heißen? Beruhige dich, Agatha. Sein Vater wird sich aufraffen müssen, hier irgendwelche Klarheit zu schaffen. Jawohl, da könnt ihr euch doch verlassen. Das tue ich auch, meine Herrschaft. Wie siehst du denn aus? Der Prolet hat sich fertig gemacht. Jetzt könnt ihr ihn einseifen, ja? Aber pass auf, dass er euch bei seinem, an seinem Borsten nicht die Finger zerkratzt. Anton! Anton, bitte. Mir wolltest du ja nicht glauben. Ich hab dir gesagt, die Sache stinkt, aber jetzt lese ich selbst hier auf der ersten Seite. Zusammenbruch eines Schwindelunternehmens, Milliardenverlust. Aber Jakob, das ist doch nicht möglich bei den großen Gewinnchancen, die da waren. Große Gewinnchancen? Tja, darauf ist leider noch eine ganze Menge anderer Leute reingefallen, der Toni. Und die haben jetzt auch ihr gesamtes Vermögen verloren. Genau wie du. Papa. Tja, Vater, da hast du wohl mal wieder mit dem Kopf durch die Wand gewollt. Aber da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Was ich vorhin gesagt habe, das gilt natürlich jetzt nicht mehr. Wenn du willst. Also schön, dann nicht. Komm mit, Helka. Jetzt muss er den Weg zu uns finden. Papa, wir sind immer für dich da. Onkel Knopp, ich hier mit den Fritz. Die Blutwurst steht im Backofen. Adieu, Lottchen. Es bleibt natürlich trotzdem bei dem, was wir ausgemacht haben. Und in einem Jahr sehen wir uns schon wieder. So komm doch, Mama. Wir kommen bestimmt bei einer Freundin unter, wo wir diesen Skandal vergessen können. Ja, Anton. Ja. Dann werden wir uns die Hochzeit wohl noch einmal überlegen müssen. Glücklicher Toni. Jetzt ist da doch noch was dazwischen gekommen. Papa, wenn du willst, dann fahre ich nicht zurück nach Hamburg. Dann bleibe ich hier bei dir. Ja, nun sag doch schon was. Komm, Kind, lass ihm Zeit. Jetzt begreift er endlich, dass er doch bloß die gemolkene Kuh war.
Nein, Jakob, nur ein großer, großer Ochse. Ja, komm. Immer mit der Ruhe. Mein lieber Junge, du bist unzuverlässig. Hast schon wieder viel zu spät geschellt, aber ich war ja schon lange auf. Wenn du weiter so unzuverlässig bist, kommst du auf die Müllerfuhr, alter Freund. So geht's nicht, verstehst du? So, jetzt wollen wir mal frühstücken. Unser liebes kleines Hansileinchen. Moin, Liebchen, wie ist es dich? Hast du gut geschlafen? Jetzt werden frühstücken jetzt mal lecker. Mach erst alles zurecht. Da, 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 da. Ach du lieber Gott. Das ist der vorletzte Kaffee, das war der. Menschenskind, na ja, komm, ich hab das Namen. Einige nicht mal auf. Das Zeug aber immer kaputt geht, wenn du auf die Erde fällt. Das hier so. Guck mal her, das brauchen wir. Das und das. Und noch etwas für das Hansileinchen. So, jetzt gehen wir mal ran, mein Liebchen. So, komm, Hänselchen, komm, jetzt tun wir schön, wir zwei schön frühstücken. Putze, putze, Hansi-Männchen, jawohl, jawohl, ja. Langsam, schön, brav sein. Komm, setz dich schön hier hin und wir zwei trinken jetzt schön Kaffee. Was hältst du davon, ne? Na komm, sei doch nicht so nervös, Schätzchen. Ist ja alles in Ordnung. Komm mal her, ich hab was für dich. Wir machen das jetzt geteilt mit dem Frühstück. Komm, ein Körnchen für dich und ein Körnchen für mich. Ein Körnchen für dich und noch mal ein Körnchen für mich. So. Wer schält denn da jetzt schon? Die Zeit, Schwester. Wer ist denn da? Anton, mach auf, ich bin in der Kübel. Ach, Jakob, komm doch rein, ist doch auf, Jecke Jung. Hallo? Ja, natürlich. Oh, das hätte ich wohl leicht haben können. Na, also. Meine hier. Na, komm zu mir, sag mal, du bist schon da? Ja, ist sonst noch einer da. Ja, wie sonst? Wer soll denn sonst noch da sein? Auch nur so, ich meine, hätte ja sein können, ne? Ja, kann ja, aber dass du schon da bist. Ja, nur hätte ich jemals deinen Geburtstag vergessen. Ach so, na, hör doch auf damit, na ja. Anton, komm her, bin extra durch den Stadtpark gegangen, deinetwegen, ja. Ich wünsche dir alles, was du mir wünschst. Fängst du schon wieder an zu stänkern? Du bist aber vielleicht misstrauisch. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Dankeschön, Gute. Dankeschön, Jakob, dankeschön. Spitze, Mensch, guck mal hier. Ich hab Blümchen gekriegt vom Onkel Nikola. Setz dich, Junge, komm. Ich freue mich, dass du daran gedacht hast. Die anderen, die haben mich ja wohl wahrscheinlich vergessen, ne? Mhm. So, so. Ja, ich glaube, da bist du ein bisschen selber schuld dran, ne? Wieso denn? Da wollen wir nicht drüber reden, ne? Das weiß ich aber auch, mein Junge. Komm, selber gut. Sitzt du gut? Ja. Willst du Kaffee trinken? Oh, da sage ich bestimmt nicht nein. Ich habe aber nur eine Kaffeetasse, was machen wir da? Hallo? Komischerweise, ich habe im letzten halben Jahr mindestens 3 Servis zerschlagen. Wenn die Dinger auf die Erde fallen, hier die kaputt. Warum? Ja, du brauchst da weniger zu spülen. Das ja, doch wieder recht. Komm her, Jungs. So. Hey. Das ist für dich. Gut. Und du? Ich trinke hier noch einen. Ach, oh, raffiniert. Prost, mein Junge. Prost, Geburtstag. Sag mal, Toni, wie lange willst du deinen Dickkopf eigentlich noch behalten? Mein lieber Junge, ich habe keinen Dickkopf. Das möchte ich dir jetzt mal ganz klar erklären. Ah, ja, ist ja schon gut. Oh, so ein lecker Kaffee. Der ist lecker, was? Geburtstagskaffee ist eine Bohne mehr drin, ne? Das kannst du ja sagen. Hör mal, ich habe ein kleines Gängelchen vor. Ein Gängelchen? Ja, ich möchte noch mal zur Bank eben gehen. Hast so. Du Lust, mich zu begleiten? Doch. Bisschen frische Luft hier drauf. Aber natürlich gehe ich mit, ja. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Erzähl mir keine alte Kamellen und vor allen Dingen nichts vom Geburtstag. Nicht von dem heutigen und nicht von dem vor einem Jahr. Das ist mir sowieso verdorben, das weißt du doch. Der ist immer verdorben ohne den Fritz. Ja, der Fritz hat ihn mir verdorben, natürlich. Ach, ich wüsste nicht, womit. Ach, nee. Hast du vergessen, was er mir vor einem Jahr einen Kopf geworfen hat? Hampelmann, ne? August.
Aujus, den habe ich ihm nicht vergessen, du. Dieser Aujus knabbert an meinem Vaterherzen. Du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ja, kannst du verlassen, ja. Man sagt doch schon mal irgendwas, was man gar nicht so meint. Oder war es dir vielleicht ehrlich gemeint, dass der Junge die 3000 Mark aus der Lohnkasse geklaut hat? Das ist doch wohl heller Quatsch. Mittlerweile hat sich doch herausgestellt, dass der Möbius das gewesen ist. Ja, nur. Der Junge hätte sich dann an 5 Fingern abzählen können. Das habe ich doch nur gesagt, weil er mich mit dem Aujus so geärgert hat. Aha, darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist ein Jahr um, jetzt gehst du zu ihm hin am besten und gibst ihm die Hand und sagst, liebe Junge, ich bin stolz auf dich. Ja, du. Sag mal, du spinnst wohl gefährlich, ja? Kannst dich auf den Kopf stellen, mit den Beinen Hurra rufen. Ich zu dem Fritz gehe. Ich nicht. Ja, reg dich nicht auf. Es ist gut. Es ist ja noch schließlich nicht aller Tage Abend. Ne? Was willst du denn damit sagen? Hä? Bist du nicht fertig? Können wir nicht gehen? Ja, doch, nur drängel nicht so. Ich hab doch nicht gewusst, dass der den ganzen Krempel hier stehen und liegen lässt. Das lasse ich alles stehen. Da kommt nee, die Frau Nährhaupt. Die macht das in Ordnung. Hä? Na ja. Wie kommt die Frau Nährhaupt hier rein? Wenn die kommt durch die Tür und auf die Füße. Ne? Ja. Und vor allen Dingen mal, sie weiß, wo der Schlüssel ist. Wir haben das vereinbart, der liegt unter der Matte, ja? Unter der Fußmatte. Was fragst du denn da so komisch? Auch nur wegen deiner Sicherheit. Na, was heißt sicher? Mich klaut doch keiner, du hier. Fitze Männchen, ich gehe mal eben weg mit dem Onkel Nikolai, ja? Wenn er noch schellen soll, dann bellst du bitte, ja? Junge, bleib mal eben. Da ist der Schlüssel. Ja, du hör mal, geh schon vor. Ja, ich halte den Schlüssel eben mal fest. Ja, gut, ich hier den mal. Ich hab meine Handschuhe ja noch irgendwo. Geh mal ein bisschen Wurst holen, ja? Ja, ist gut. Dann sind wir los. Wie war jetzt die Nummer noch von der Konditorei gegenüber? Oh, ich weiß es nicht. Das ist gut, dass du gleich selbst am Apparat bist. Pass auf, er kommt jetzt, volle Deckung, ja, und dann aber Eile, ja. Ich leg den Schlüssel unter die Fußmatte. Schluss, ich muss Schluss machen. Tschüss. Ja, du! Ja, bin ja schon unterwegs. Was ist das denn? Ich muss mal erst den Schlüssel unter die Fußmatte legen. Das ist ja alles gar nicht so einfach auf dem Weg. Oh, ja. Wie sieht das dann hier aus? Als hätten die Sandalen gehaust. Nicht viel erzählen jetzt, die Willkopf. Oh. Wir müssen machen schnell, damit wir sind fertig, bevor Papa Knopf kommt zurück. Ja, ist gut, Frau Etelka, ich beeile mich. Ja. Ich fliehe praktisch. Ich bin ganz schnell unterwegs. Jetzt habe ich das jetzt noch. So. Und jetzt das Läschen noch. Oh, die ist ja aus Wachs. Never be. So. Schön, dass wir ein schönes Geburtstagsdeckchen dabei haben, ne? Sibylle? So, was dann? Sag, was glaubst du? Wird sich Papa Knopf freuen? Über die zwei kleinen Knöpfchen? Von denen er ist der Großpapa? Na, vielleicht bringen die zwei Kleinen fertig, stellen seinen Dickkopf auf. Ja. Ne? Du, Sibylle, so. Geh am Fenster, ja? Und schau, ob Papa Knopf kommt zurück. Ja, ist gut. Ich will nicht, dass er uns überrascht. Ja, ist gut, Frau Etelka. Sagen Sie mal, Frau Etelka. Meinen Sie, dass der Onkel Knopf sich über die Zwillinge freut? Aber ja doch, wo er hat kleine Kinder doch so lieb. Ja, ich dachte ja nur, ich meinte ja bloß, weil es direkt zwei sind. Dass ich aber auch gleich zwei auf einmal haben anschaffen müsste. Warum nicht? Hat liebe Gottes gemeint, sehr gut mit uns. Ja, wer kann das sein? Geh, Sibylle, schau, ja. Schau noch, ob er vorsichtig. Langsam. So? Ja, ganz langsam. Oh, Fräulein Lotte. Was, ihr seid hier? Ja. Hier, das ist ein Kuchen für Papa. Oh, Lottchen, du, das wird geben große Freude. Ist denn wieder alles in Ordnung? Großpapa Knopf wisse noch nichts. Soll alles werden, große Überraschung. Ach, und die Kleinen hast du auch mitgebracht? Mhm. Was habt ihr für einen tollen Kinderwagen? Du, Kinderwagen ist Geschenk von Onkel Janosch aus Budapest. Und die Kleinen, wie süß. Ja, du, die Kleinen, ja, die machen viel Arbeit. Das hier ist Anton und das da
Das ist Lottchen. Lottchen, dass du einen von ihnen so genannt hast, hat mich so gefreut. Du, wenn du heiratest, Lottchen, du dir kommst revanchieren. Mach ich. Du glaubst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, als der Fritz mir geschrieben hat, dass ich kommen darf. Ja? Ach, wie schön. Eine Rotdammkuchen. Und die vielen Rosinen, das sieht lecker aus. Finger weg, den habe ich selbst gebacken und der ist nur für Papa. Sie will. Die Kummer, du sehen so neugierig. Hm? Geh lieber in die Küche und schau, ob du kannst finden, Teller, ja? Ja, ist gut, Frau Etelka, mag ich. Ob der hier überhaupt sowas hat? Ach, ja. Nee. Ist da so Unglück, wenn man arm ist und überhaupt nichts nötig hat? Hm? Da hast du recht. Ja, und darum geht das hier auch nicht so weiter. Ist es denn immer noch so schlimm, Etelka? Ach, ist schlimm mit den zwei Dicken. Jeder laufen seinen Weg wie fremde Leute. Dabei hat jeder ein großes Weh im Herz für die anderen. Na ja, weil er nicht spricht mit ihm. Das ist wirklich ungerecht vom Fritz, ja? Das habe ich auch gesagt, aber hat er nichts geholfen. Du, ich hab gebeten, ich hab geschmusen. Ja, sogar geflucht und gekracht hab ich gemacht, aber nichts hat geholfen. Fritz sagt immer nur, zuerst muss kommen der Vater. Ach, das ist wirklich nicht schön von Fritz. Ja. Ich werde ihm sagen, dass ich kein Wort mehr mit ihm spreche, bevor er nicht bei Vater war. Ja. Ach, weißt du was, Etelka? Ich gehe auf der Stelle zu ihm. Bis nachher. King, Lotte, Lotte, bleib hier. Lotte! Oh, macht Lotte mir meinen ganzen schönen Plan kaputt. Meine Überraschung zu versöhnen, Fritz und die Papa. Sibylle! Ja, Frau Etelka, ich kann keinen Teller finden da drin. Sind auch das hat der Blitz eingeschlagen. Sibylle, Lotte, Teller ist ganz egal. Du, ich muss fort, ja? Du, pass gut auf Zwillinge, ne? Und Kuchen, du. Den Kuchen musst du gut verstecken, damit Papa Knoppi nicht kann finden. Ja, ist gut. Du, ich schließ ab und leg Schlüssel und. Ja, ist gut, Frau Etelka. Bis gleich. Ja, ist gut, Frau Etelka. Mach ich alles genau so, wie Sie das hier sagen. Hab ich eine Idee. Verstecke ich doch lieber die Zwillinge und pass auf den Kuchen auf. Wo tue ich die jetzt hin? Die sind nur so groß. Mal gucken jetzt. Hier unter dem Tisch passen sie nicht. Nee, der Schrank ist oft zu klein. Ihr seid aber spärlich, Kinder. Das ist furchtbar. Was ist das dann? Oh, ein Rumpelkammer. Komm, Kinderchen, komm. Da könnt ihr rumpeln, du Fieber. Oh, reicht mit euch. Was? Und nicht besser nachher, ne? Könnt ja was drankommen, ne? Ich habe eine Idee. Ich will die Rosinen in der Küche mal zählen. So. So, komm her, Jakob. Das ist aber komisch. Da ist doch eben jemand die Treppe runtergerast. Das war doch die Etelka. Etelka? Ich hab doch so husch weg die Ecke rum. Ach was, wie ja, soll na klar, ich hab mich nicht versehen. Wie soll die denn hierher kommen? Du hast auch wieder recht. Der Fritz wird die ja nie zum Vater gehen lassen. Eben nie. Ja. Aha! Oh, Nikola, guck mal da, wie schön. Das sind mal da. Das Christkind schon mal da, ja. Das Christkind kenn ich. Ja. Siehst du mal, also doch die Etelka. Ja. Sag mal, wie das hier riecht. Mhm. Ne? Ja. Ach ja, jetzt wurde es saß. Ist doch komisch. Das riecht so ein bisschen nach junge Hunde, ne? Jakob, du bist ein ganz gewöhnlicher Junggeselle. Es riecht hier nach kleinen Kindern. Oh! Ich hab das Gefühl, die Etelka war mit den Kindern hier. Und warum hast du sie denn wieder mitgenommen? Du hast aber ein gutes Näschen. Jetzt wirst du bald merken, was du für ein Esel warst. Wieso? Dass du dich ein Jahr hier so eingemauert hast. Na und? Ja? Ist doch kein Problem. Das bin ich eben eingemauert. Nee. Einer muss ja schließlich mal einen Anfang machen, ja, ne? Ich auf keinen Fall. Du warst im Unrecht. Immer noch bist du im Unrecht. Der Fritz hat dir schon zweimal die Hand zur Versöhnung gereicht. Also, Onkel Jakob, ich mache das. Ist mir egal. Ich habe mir die Suppe eingebrockt. Und ich führe das auch aus, verstehst du? Ja. Spiel du ruhig weiter noch, der beleidigte ach, Leberwurst, du. Ach, Mensch, dir ist wirklich nicht zu helfen. Auf was wartest du denn noch? Auf unsere Sabine vielleicht? Och, wie ich meine Schwester kenne, hast du doch kein Sterbenswort mehr von der und gehört. Auch von der höre ich jeden Monat etwas. Na, das wundert mich. Jeden Monat schickt sie mir eine Ansichtskarte. Aha, und was schreibt sie? Sehr viel. Viele Zeilen? Nein, viele Grüße. Ja, da kannst du ja auch was für kaufen, du Kamel. Du kannst mich doch nicht beleidigen, oh. Junge. Jetzt habe ich noch ein Tellerchen gefunden. Für die der Onkel Knopf, was machen Sie denn hier? Ja, was hast du denn da? Ne, da dürfen Sie ja die Zehen rumdrehen, Augen zu weggucken auf dem Jahr. Das wird danke. Ja, nimmst du die Finger aus meinem Kuchen, du bist los. Ich. Moment jetzt. Geburtstagskind, rumdrehen, hinsetzen.
setzen Augen auf. Augen auf, hab schon. Mein lieber Jutter Onkel Knopf, ja. Du hast zwar einen dicken Kopf, doch bist der beste Du auf Erden. Du Mistvieh... Was? Du Mistvieh... Sag mal, was hab ich dir denn getan? Nee, nix. Ich häng im Rand derselben Stelle. Halt doch mal die Blümchen. Augenblick, brauchst meine Zettel ohne. Geht das nicht. Doch bist der beste Du auf Erden. Du Mistvieh... Was, also doch? Nee. Da sind ja zwei Pünkel schon drauf. Du müsst... 400 Jahre werden. Das wünsche ich dir. Junge, hör auf. Das wünscht dir die Marie Sibylla. Komm endlich mal in unsere Villa zu der Etelka und ihren Kindern. Hängst du wieder? Zu der Etelka und ihren Kindern. Weiter. Sonst kriegst du paar auf den Hintern. Nee, das is ist es nicht. Das reimt sich aber. Das ist es aber trotzdem nicht. Jetzt. Um deinen Schmerz zu lindern. Der. Ja. So, sehr schön. Danke schön. Bitte schön. Und der Kuchen, der von dir? Ach, warte, der Kuchen, der ist doch... Von wem denn? Der ist doch von Jans jemand anderem, ja. Aha. Aber die Löcher im Kuchen, von wem sind die denn? Nein, was? Die sind nicht von mir. Die sind nicht? Nein, die sind nicht von mir. Ja, von wem sind sie denn? Die sind von den Rosinen. Papa, weg, schließlich geboren. Komm, mein Kind. Komm von Hamburg hierher, um ihren alten Vater zu gratulieren. Ach, Papa, du bist doch nicht alt. Ah, doch, natürlich, wenn man so viel eine... Alleine ist, dann wird man schon alt, okay. Das wird doch jetzt alles ganz anders. Meinst du? Ach, du sollst sehen, wie schön das wird, wenn ich hier mit dem Erich mal richtig eingezogen bin. Was? Du und der Erich? Ja. Verdammt nochmal, sag mal, willst du das denn mit dem Windhund probieren? Das ist doch kein Windhund. Nein? Der hat jetzt ein ganzes Jahr lang beim Fritz in der Fabrik gearbeitet. Ist das wahr? Er hat gelernt und gelernt. Aha, und? Und jetzt arbeitet er fest in der Fabrik. Schön. Zusammen mit dem Fritz. Mit dem Fritz? Mhm. Mit dem Fritz. Immer wieder mit dem Fritz. Ich tue immer gerade, als ob es ohne Fritz überhaupt nicht ging. Na, der hat eben den Dickkopf von dir geerbt. Oh, ja, doch. Ist doch wohl wahr, wohl. Deshalb darfst du ihm das Wiederkommen doch nicht so schwer machen. Oh, nun komm, Kind. Der hat dich doch so gern. Ach, hör doch mit der Schmuserei auf. Jörnchen! Hörst du? Jörnchen! Ja, ich spüre Herzklopfen. Oh, je. Lottchen! Mein Lottchen! Herrlich! Ja. Wie schön. Da haben sie sich also... Ach, yes, das ist Liebe, was Schönes. Hört mal jetzt, ich muss euch mal was sagen. Hallo? Jetzt. Ja. Halt so viel wie je, nicht? Ja. Ja, also pass mal auf, ich... Hört mal jetzt, weil... Kann man nichts machen. Sie haben sich festgebissen. Ach, Erich. Hast du denn noch ein bisschen Sehnsucht nach mir gehabt? Wie kommst du denn da drauf? Für sowas habe ich gar keine Zeit mehr. Ach, so ist das. Mhm. Ich auch nicht. Ah. Sag mal, hast du schon mit deiner Mutter gesprochen? Nein, gesprochen habe ich noch nicht mit dir, aber ich habe ihr geschrieben. Und ich glaube, sie wird bestimmt einverstanden sein. Ach, weißt du, die Mama, die hat sich auch verändert in dem Jahr. Der tut das unheimlich leid, dass sie sich damals, so unmöglich verhalten hat. Wenn das nur wahr wäre. Ach Himmel, ich stehe hier einfach mit dir rum, dabei soll ich doch mit Sibylla das Geschirr für Papas Geburtstagstafel holen. Du, der hat nur eine Kaffeetasse. Wieso eigentlich mit Sibylla? Das kommt gar nicht in Frage, dafür bin ich jetzt da. Na gut, wir müssen uns aber beeilen. Ja, die warten schon darauf. Nee, das ist nur sortiert. Hier hingen nichts, für nichts, kein Tasken, kein Teller, jetzt auch wieder nichts drin, machst den Schrank auf das... So, was ist das dann? Korn. Das rösch wie Grappa. Muss ich uns probieren? Nee, das kann man so nicht sagen. Muss ich noch mal gucken, was... Ach, Doppelkorn, dann muss ich zweimal probieren. Ist ja klar, das geht ja nicht. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt war... Oh, jetzt ist sie leer. Und ja, das soll er bei euch aber nicht, ne? Fuck mit der Fleisch, hat keiner was gesehen. Nee, ihr seht aus wie Kraut und Rüben. Furchtbar. Oh,
komm, komm. Aber ich bitte dich, jetzt doch völlig offensichtlich, dass du von Kindererziehung überhaupt keine Ahnung hast. Ja, du musst mir nicht immer reden dazwischen. Hör mir doch bitte einmal zu. Nein, du musst mir zuhören. Immer soll Frau tun, was Mann will. Ja, soll der Mann dann vielleicht als Pantoffel drumlaufen? Ah, nix Pantoffel. Du hast eine Fabrik, da kannst du pisacken alle Leute. Ja, und du hast dein Haus, wo du den armen Mann mit deinem Dickkopf pisacken kannst. Aber weiß man doch gar nichts. Ob Kinder müssen haben warme oder kalte Milch. Aber ich bitte dich, ist doch völlig offensichtlich, dass warme Milch für Kinder besser ist als kalte. Ja, damit werden Kinder nur verwöhnt. Nicht verwöhnt, verwöhnt. Das ist schon gut. Außerdem hat der Mann zu sagen, was für die Kinder nicht ist. Ja, gar nichts. Gar nichts hat der Mann zu tun mit den Kindern. Was soll denn hier? Was ist denn hier für ein Krach? Man hört euch ja bis in die Küche. Oh, Onkel Jakob, weiß man doch gar nichts, ob Kinder müssen haben warme oder kalte Milch. Das ist doch kein Grund für sich zu streiten. Ich denke, ihr vertragt euch so gut. Das tun wir ja auch. Aber diese Dickkopf da? Selber Dickkopf. Du, wenn du zeigst mit einem Finger auf mir, dann zeigen drei Finger auf dir. Ach. Na ja, ich nicht so schuld. Ich hab nicht schuld. Du hast schuld. Du musst anfangen bei dir. Jetzt zeigen drei Finger auf dich. Oh, bist du noch so? Jetzt geht das schon wieder los. Also jetzt ist Schluss. Ihr habt ja alle beide ganz schön Dickkopf. Jetzt vertragt euch wieder, Etelka, no? Nein, ich ja nichts vertragen. So, nichts vertragen, gut. Dann muss eben jetzt der Großvater entscheiden, ob die Kinder warmes oder kaltes Milch bekommen, no? Genau, dann muss eben jetzt der Großvater... Der Großvater? Der Vater? Igen, ja, der Papa. Ja, sag mal, wo hast du mich denn hier hingelockt? Ach, Fritzi, bist du so dumm. Da hab ich dich gelockt zu Papa. Naja, von selbst du ja nicht kommst. Und dir, falscher Schlange, gehe ich auf den Leim. Ich wette. Ich wette, unsere Kinder hast du auch hierhin verschleppt. Wo sind denn die Kinder? Was? Wo hast du sie? Wo hast du die Kinder? Hier sind sie. Oh. Aber das hast du nicht umsonst gemacht. Komm, Etelka, mach die Tür auf. Nein. Ich mache die Tür nicht auf. Ach, Fritzi, bitte, sei lieb, ja? Bleib hier mit Kinderwagen, ja? Nein, die Kinder kommen raus. Die Kinder bleiben hier. Nein, die Kinder kommen raus. Aber ich bin die Mama. Ich bin der Papa. Aber ich hab gehabt viele Schmerzen. Nein, die habe ich ja. Ach, das ist doch Quatsch. Ich sage dir, sie bleiben hier. Himmelswillen, ihr Raben. Wollt ihr die Finger endlich von dem Kinderwagen lassen? Herr Jakob, der Fritz, der will immer, das ist... Ah, immer Fritz. Immer wieder der Fritz. Ja, immer wieder der Fritz. Also, der Fritz wäre ja jetzt hier. Also, der Aujus auch. Hast du ihn immer noch nicht vergessen? Nein. Komm, Vater, verzeih mir, sonst pisagt mein Drache mich ja noch mehr. Junge, was waren wir zwei für das? Ja. Aber das hast du gedeichelt, da. Raffinierte Stück, da habe ich dir auch gut leiden können. Du. So, jetzt fehlen nur noch die beiden kleinen Knöpfchen. Ja, die kleinen Knöpfchen. Das ist das Antönchen und das ist das Lottchen. Das Antönchen, Lott, jetzt kriege ich mir mal das Antönchen. Das ist ein liebe, kleine, süße Antönchen. Das ist mein blauer Name. Siehst du, Etelka, so wird man seine Kinder los. Komm, Lotti, doch, gehen wir noch nebenan. Schön, ne? Guck mal, zwei. Ist das genauso wie meins hier? Guck mal. Hast du auch zwei Augen? Ja, hat auch, ja. Ich schon. Ein Näschen, München, zwei Öhrchen. Das weiß ich nicht. Junge, wie die Weiber das fabrizieren können, was? In doppelter Ausführung. Ja, und das ist schwer, du, was? Sag ich nochmal. Nee, ich könnte ihn nicht auseinanderhalten. Ja, das ist doch klar, ich habe ein Antönchen. Wieso weißt du das? Ein blaues Schleifchen an, hä? Ach, darin unterscheidet man sich. Ja, sicher, natürlich, daran kann man das sehen. Also, ich hätte auch so gewusst, dass ich das Leutchen habe. Wieso? Das Kind muss ein Mädchen sein. Warum denn? Hättest du dicht am Wasser gebaut? Antönchen, der Schwester schon an den Höschen gemacht. Ja. Jetzt hier mal schnell gucken, wie ich die Wickel wette. Das ist immer ein schöner Anblick. Vorsichtig, Leute. Ja, dann haben wir gleich das Malheur. Ach, hier ist ja überhaupt keiner. Hey. Du, Erich, hier ist bestimmt wieder alles in Ordnung. Die Etelka hat den Fritz sicher rumgekriegt. Wahrscheinlich. Die warten schon aufs Geschirr. Ja, komm, nun lass wir doch mal ein bisschen warten. Hier ist es doch viel schöner. Du, weißt du,
Weißt du, was ich möchte? Was denn? Dich am liebsten morgen schon heiraten. Ah, hier kann man noch nicht mal in Ruhe schmusen in dem Laden. Hereinspaziert. Mutter, da bin ich. Nein, Mutter, das ist die. Ach, mein Junge, mein Gott, du drückst mich am Tod. Ich wollte dir doch wenigstens auf deinen Brief persönlich antworten. Liebe gute Mama, ich freue mich so, dass du gekommen bist. Kind. Papa, komm schnell, hier will dir jemand zum Geburtstag gratulieren. Na, wie gefällt dir deine zukünftige Schwiegertochter? Mir ja schon damals gefallen. Du, sag mal, was ist eigentlich aus der Agathe geworden? Also, ich habe nur eine Karte aus Berlin von ihr bekommen. Ja, die hat doch Dr. Schütz geheiratet, die lebt jetzt in Berlin. Ja. Weißt du, Erich, ich glaube, dass... Wie alles gekommen ist, ist es gut so. Ja, wahrscheinlich, Mutter, das glaube ich auch. Ja, nein, du glaubst ja doch nicht, wer gekommen ist. Ach, guck an, Sabinchen ist das. Als büßende Magdalena. Fehlt nur noch das Büßerhemd, ja? Hier wohnt er also, der Herr Anton Knopp. Ja, hier wohnt der abgerissene Knopf, der abgebaute Wurstkönig. Wohnt das hier vor da? Da ist die Küche, Wohnzimmer. Da ist das Büro, hier ist das Badezimmer, ist alles im Komfort der Neuzeit. Ja, eigentlich sehr schön. Aber wenn du nun mal Besuch bekommst... Wieso? Hast du jemand mitgebracht? Sollen reinkommen, auf dass mein Haus voll werde. Und sind alle gekommen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Ich gratuliere dir auch Dankeschön. Von ganzem Herzen. Ah ja, das war schön. Sind also alle zu deinem Geburtstag gekommen? Ja, sind alle gekommen, natürlich. Ja, und danach gehen sie ja auch... Alle wieder weg? Das will ich auch schwer hoffen. Ich kann sie ja nicht in der Hängematte unterbringen. Ne? Mm, du machst es mir auch wirklich schwer, Anton. Ich meine, wenn nun mal jemand kommt, Zappeln lassen. Hast du was gesagt, Anton? Du sagtest eben, wenn doch mal jemand kommt. Entschuldigung, was heißt, wenn jemand kommt? Wer sollte denn zu mir, abgerissenen Knopf, überhaupt noch kommen? Jemand, der zu dir gehört. Ach, ja? In schlechten Tagen. In schlechten Tagen? Ja, oh Gott, das ist doch... Das hätte mal eine Sabine Mullerich sein können. Vor einem Jahr wäre das richtig gewesen. Aber da hat sie ihren größten, wahnsinnigen Fimmel spazieren geführt. Ne? Sie hat doch schon alles eingesehen. Sie, so? Sie hat sich nur geschämt zu kommen. Ach, guck an, wo war die verschämte Dame das ganze Jahr? Die verschämte Dame hat einem alleinstehenden Herrn den Haushalt geführt. Ja, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Wie kannst du sowas machen? Einem alleinstehenden Herrn den Haushalt führen, so mit Familienanschlüssen? Ach, sie sind ja nicht alle so wie du, du Casanova, du... Also, das hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt ist aus. Vater, wo bleibst du denn? Der Kaffee wird kalt. Ja, lass ihn kalt werden. Oh, Frau Mullerich. Na? Habt ihr euch wieder vertragen? Nein. Vater. Nee. Weißt du was? Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich schließe Burgfrieden mit Frau Mullerich. Ach was, ich sage einfach Mutter. Oh, danke, Fritz, aber dein Vater will ja nichts von mir wissen. Ach, was? Der freut sich doch genauso, dass du da bist. Ja. Nein, ich möchte meine schöne Freiheit nicht verlieren, ne? Vater, ich habe gelernt, wie schön es sein kann, seine Freiheit zu verlieren. Und da alte Liebe nun mal bekanntlich nicht rostet... Oh, komm, Vater, gib mir schon die Hand. Ich? Nie! Anton, mein Lieber! Ja! Sollen wir es vielleicht das dritte Mal probieren? Natürlich sollen wir es das dritte Mal probieren. Deswegen bin ich doch gekommen. Nein, warum sagst du das denn nicht direkt? Ich hab doch eine Überraschung für dich. Ja? Stehen bleiben, Augen zu machen. Stehen bleiben, Augen zu machen, ja. Lass mal was erleben. Ja. Oh, 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 oh. Jetzt ist es abgegangen. Aber stell dich da hier hin. So, guck mal hier. Da! Dreh dich mal rum, jetzt kannst du mal was gucken. Sieh mal da. Mein Bild. Dein Bild, ja. Damals in dem großen Krach habe ich es mitgenommen aus dem Speisezimmer. Hab's da hingehängt, da war es die ganze Zeit bei mir. Immer habe ich ihm alles erzählt, Freude und Leid. Leider auch viel Leid und ich... Es war auch was Freudiges dabei und... Ja, hast du das denn nie gehört? Gehört? Nein. Ja, warum hast du nicht die Ohren schon aufgemacht? Dann hättest du es mitgekriegt. Oh, störe ich. Sag mal, wollt ihr zwei denn nicht endlich Kaffee trinken? Nein, ich habe noch Pflichten zu erfüllen hier. Oh, vorläufig bist du noch gar nicht verheiratet. Aber bevor du dich in die Pflicht nehmen lässt, habe ich den Vorschlag zu machen.
Der Kaffee wird dir nämlich doppelt so gut schmecken, wenn ich dir jetzt erkläre, was hier beim Großreinemachen noch fehlt. Was war denn da noch zu erzählen? Ne? Ja, könntest du mal ein bisschen die Luft anhalten? Ja, wenn es sein muss, tue ich es gerne. Es ist nämlich gar nicht so leicht, dir zu verklickern, warum ich vor einem Jahr in der Familie Knopf so ein bisschen die Vorsehung gespielt habe. Wieso, was war denn da zu machen? Ja, Sabine, du musst mir noch recht geben. Mit den beiden Dickköpfen war doch nichts mehr anzufangen, nicht? Und unser Sabinchen, die hatte eine Verschwendungssucht. Und du mit deiner Spekulationswut, du hättest ja sowieso beinahe alle an den Rand des Ruins gebracht. Nur um vor meiner Schwester einen dicken Max markieren zu können, ja. Ja, und wie dann die Sache mit der Schwindelbank passiert ist, da habe ich mir gesagt, das ist die Gelegenheit, dir mal einen kleinen Dämpfer aufzusetzen. Ja, Moment mal, was erzählst du da für einen Unsinn? Hat die Bank gekracht oder hat sie nicht gekracht? Natürlich hat die gekracht. Also, da war doch nichts mehr zu machen. Jo, aber deine faulen Anteile, die habe ich vorher einem noch dümmeren August andrehen können. Jakob! Was bist du für ein himmlischer Schwindler? Soll ich Kaffee holen oder kommen wir? Nein, wir trinken Kaffee mehr. Wir gehen von hier aus direkt ins Marienbild. Wird gefeiert mit Sekt. Nein, kein Alkohol. Womöglich kommt wieder was dazu. Nein, diesmal kommt nichts dazwischen, das mit dem Geld. Hast du das gewusst, du Strom? Ja, natürlich. Mit deinem geretteten Vermögen bist du längst wieder Teilhaber in der Firma. Ist das wahr? Oh Gott, ich kann wieder mitarbeiten. Ich darf wieder rüber in die Fabrik. Ich darf wieder mitmachen und zu. Jetzt kann ich euch ja sagen, wie oft bin ich in der Dunkelheit dran vorbeigegangen, hab reingeschaut und hab gedacht, mein Gott, könntest du doch einmal gucken, wie es da drin aussieht. Und jetzt kann ich wieder mitmachen. Jakob! Junge, ich könnte dich küssen, wenn du rasiert wärst.